grüße Sie herzlich zu unserem sechsten Israel-Video, Israels Endzeitfahrplan. Das ist ein sehr spannendes, sehr komplexes, auch sehr umstrittenes Thema. Und ich muss zugeben, obwohl ich mich seit 47 Jahren intensiv mit biblischer Prophetie befasse und auch beruflich das Buch Daniel ausgelegt habe, das Buch Offenbarung ausgelegt habe, habe auch ich noch manche Fragen zu diesem Themenkomplex. Also die absolute Antwort und Wahrheit werden Sie von mir da auch noch nicht hören können, weil ich mir selber bei manchen noch nicht ganz im Klaren bin. Aber ich habe doch einen gewissen Ablauf, den ich sehe von der Bibel her und auch begründen möchte, was ich vorstellen kann. Wir werden heute damit beginnen mit diesem Thema und zunächst mal vier erreichte Meilensteine im Endzeitfahrplan uns anschauen, die also bereits Geschichte sind. Und dann vom heutigen Tag aus mal schauen, okay, wie ist der Zwischenstand? Ist es mit diesen Meilensteinen auch weitergegangen oder stagniert das? Oder passiert gar nichts im Moment oder passiert doch was, aber noch nicht, dass ein weiterer Meilenstein erreicht ist? Und wenn man dann in die Zukunft schaut, dann meine ich, von der Bibel könnte man sagen, das sind noch 12 Meilensteine oder 12 Ereignisse oder Besonderheiten, die von der Prophetie her geweissagt sind, die noch ausstehen in diesem Endzeitfahrplan. Und von diesen 12 ausstehenden Meilensteinen werden wir in diesem ersten Teil 6 behandeln. Der erste Meilenstein, der bereits Geschichte ist, ist Israels Sammlung und Staatsgründung. Und das hat relativ lange gedauert, nämlich von 1838 bis 1948, also 110 Jahre, damit dieser erste Meilenstein zu einem Abschluss kam. Warum diese 110 Jahre? Man kann sagen, die Sammlungsbewegung Israels, dass es einfach einen Zug gab, dass die Juden, die außerhalb in der ganzen Welt zerstreut waren, wieder zurückkehren nach Israel, ins Land der Väter, ins Land der Verheißung. Das startet etwa 1838 mit dem religiösen Zionismus, der eng mit dem Namen Moses Montefiore verbunden ist. Das hat dann später noch massiv Zuwachs bekommen durch den politischen Zionismus, der verbunden ist mit dem Namen Theodor Herzl wo es dann massiv voranging, auch mit dem Ziel, einen Staat Israel zu gründen. Noch vor Herzl war eine erste Einwanderungswelle zu beobachten, 1882, wo sehr viele Juden aus Russland und den östlichen Ländern da eingewandert sind aufgrund von der Politik, die im Zarenreich damals herrschte. Strategisch gesehen kann man sagen, der Erste Weltkrieg hat das Land Israel frei gemacht für das Volk. Denn es war nicht frei, sondern es war unter osmanischer Herrschaft. Aber 1917, 400 Jahre nach Beginn der osmanischen Herrschaft, 1917 endete die osmanische Herrschaft über das Land Israel und es kam unter die Oberhoheit der Briten bzw. des Völkerbundes. Also das Land wird frei für das Volk. Und durch den Zweiten Weltkrieg, und vor allem durch diesen Horror des Holocaust, ist auch das Volk innerlich frei geworden für das Land. Weil zur Staatsgründung Israels später, da waren es noch verhältnismäßig wenige, die da reingingen ins Land und dorthin zogen. Aber das hat dann nach der Staatsgründung dann auch massiv an Fahrt aufgenommen, weil diese Ereignisse des Holocaust und des Zweiten Weltkrieges einfach eine totale Klimaänderung bewirkt haben. Am 14.05.1948 kam es dann zur Staatsgründung Israels und Jesus hat etwas sehr Interessantes gesagt in seiner berühmten Endzeitrede. Er sagt, an dem Feigenbaum lernt ein Gleichnis. Wenn seine Zweige jetzt saftig werden und Blätter treiben, so wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Ebenso auch, wenn ihr das alles seht, so wisst, dass er nahe vor der Tür ist. Also Jesus hat dafür plädiert, dass man die Zeichen der Zeit lesen soll. Und er spricht hier von dem Feigenbaum, der ausschlägt als Bild, als Symbol, wie man eben anhand des Wachstums des Feigenbaums erkennen kann, dass der Sommer nahe ist. Aber Feigenbaum ist auch ein Bild für Israel.
Und mit der Staatsgründung Israels ist hier ein Pflock eingeschlagen sozusagen, der weltweit beobachtet werden kann. Und das ist wirklich etwas Besonderes, dass nach 2000 Jahren weltweiter Zerstreuung plötzlich ein Staat Israel wieder entsteht. Und in dem ersten Israel-Video, erfüllt die Staatsgründung Israels biblische Prophetie, habe ich versucht zu zeigen, dass das tatsächlich der Fall ist. Dass die Staatsgründung Israels nicht ein Zufall in der Weltgeschichte ist, sondern dass sich hier trotz aller menschlichen Schwachheiten und auch Unglaube des Volkes, trotzdem hier sich Prophetie erfüllt und Gottes Plan sich erfüllt, Israel wieder zu sammeln im Land der Väter. Also wer da nochmal drüber nachdenken möchte, dem empfehle ich dieses erste Israel-Video, erfüllt die Staatsgründung Israels biblische Prophetie. Ich meine sehr deutlich, ja, auf jeden Fall. Das ist ein erster großer Meilenstein, dass Israel wieder ein Staat wird. Der zweite Meilenstein, und das ist vielleicht für manche jetzt unbekannt oder haben noch nicht so gehört, ist, dass parallel praktisch zum Wiedererstehen Israels wir auch eine Art Neuauflage des Römischen Reiches beobachten können, seit 1957. Und ich werde es nachher auch biblisch noch viel näher begründen. Hören wir erstmal hier diese historischen Fakten. Nach dem Zweiten Weltkrieg kam es am 4. April 1949 zum Nordatlantikvertrag. Es wurde praktisch die NATO gegründet als transatlantisches Verteidigungsbündnis mit 12 Teilnehmerländern als Gründungsmitglieder. Belgien, Dänemark, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Island, Italien, Kanada, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal und USA. Die waren von Anfang an dabei. 2 Jahre später kommt es zu dem Pariser Vertrag, eine europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl oder auch als Montanunion bekannt. Und das Ziel war, es praktisch unmöglich zu machen, dass in Europa wieder ein großer Weltkrieg ausbricht. Und deswegen wurden die Erzfeinde Frankreich, Deutschland an einen Tisch geholt. Und man hat hier diese Gemeinschaft gegründet für Kohle und Stahl, sodass also die Kriegsproduktion, die ja ganz maßgeblich auf Stahl auch fußt, dass das nicht wieder so eine heimliche Aufrüstung stattfinden könnte. Und die 6 Teilnehmerländer an diesem Pariser Vertrag waren Frankreich, Deutschland als Erzfeinde, Italien und die Benelux-Länder, also Belgien, Niederlande und Luxemburg. Und 6 Jahre später kommt es zum eigentlich größeren Wurf. Das andere waren Vorbereitungen. Aber 6 Jahre später kam es zu den römischen Verträgen. Da wurde die EWG ins Leben gerufen und Euratom, weil es 2 verschiedene Verträge, also die Europäische Atomgemeinschaft und die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft. Und es war das Europa der 6. Und genau die Länder, die den Pariser Vertrag unterschrieben haben, die haben dann auch bei diesem Europa der 6 waren die dabei. Und der Zweck dieser römischen Verträge war, die Integration Europas zu bewerkstelligen auf friedlichem Wege. Und da muss man auch, wenn man sich in die Geschichte ein bisschen reinschaut, feststellen, dass über Jahrhunderte hinweg immer wieder Versuche unternommen wurden, Europa zu einigen, allerdings auf kriegerischem Wege. Ja. Da waren die Spanier, dann Napoleon, ja, die Briten, die Deutschen. Immer wieder wurde auf kriegerischem Wege versucht, Europa zu integrieren. Kann auch sagen, das alte Römische Reich wiederherzustellen, weil das ist der rote Faden, der sich in der Geschichte zeigt. Und es hat nicht funktioniert. Aber jetzt zum ersten Mal wird versucht, hier auf friedlichem Wege Europa zusammenzubringen. Die Vertragsdauer ist interessant, dass die 1957 von vornherein unbegrenzt war. Also das ist auf unbestimmte Zeit oder auf ewig lange Zeit praktisch gedacht, dass man da auf jeden Fall diesen Weg gehen will. Und diese römischen Verträge, die eben in Rom unterschrieben werden, deswegen heißen sie römische Verträge, sie gelten als das Gründungsdatum der Europäischen Union. Und wie wir von der Prophetie her sehen werden,
mit dieser Neuauflage des Römischen Reiches, das ist eine wichtige Infrastruktur, weil aus diesem Reich der Antichrist hervorgehen wird. Aber das begründe ich biblisch noch in einem späteren Zusammenhang. Also, erster Meilenstein, der Staat Israel ersteht. Kurze Zeit darauf, zweiter Meilenstein, erhebt eine neue Art Neuauflage des Römischen Reiches, fängt an, beginnt, erhebt sein Haupt. Was sagt die biblische Prophetie dazu? Warum hat das was, haben die römischen Verträge und die Integration Europas was mit biblischer Prophetie zu tun? Und ich will das folgendermaßen erklären anhand von 5 Punkten. Und das sehen natürlich nicht alle Bibelausleger so, gibt da ganz andere Vorstellungen auch. Aber es ist eine sehr weit verbreitete Vorstellung, die ich jetzt hier präsentiere. Und ich meine, dass sie auch biblisch auf sehr gutem Fundament ruht. Und zwar folgende 5-fache Argumentation. Erstens, von 4 Weltreichen mit dem Römischen Reich als letztem vor der Aufrichtung des ewigen Gottesreiches, davon spricht die Prophetie. Also im Buch Daniel 2 und Daniel 7 haben wir das Konzept der 4 Weltreiche. Und diese 4 Weltreiche sind Babylonien, Medo-Persien, Griechenland und Rom. Und das letzte von diesen 4 Reichen ist also das Römische Reich. Und dann kommt der Stein, der diese gesamte Statue, die aus diesen verschiedenen Elementen besteht, komplett vernichtet und dann zum Fels wird, zum Stein wird, der die ganze Welt ausfüllt, also zur Installation des Gottesreiches hier auf Erden, das ewige Gottesreich. Und das Gleiche wird noch mit etwas anderen Bildern, mit 4 Tieren dann präsentiert in Daniel 7. Auch da haben wir 4 Reiche. Ja, den Löwen, den Bären, den Panther und dieses schreckliche, undefinierbare Tier. Und es war bis etwa 1500 nach Christus eigentlich überall klar, fast durchgängig, da gibt es fast keine abweichende Meinung, dass diese 4 Reiche Babylonien, Medo-Persien, Griechenland und Rom waren. Genau. Und nach dem Römischen Reich kommt das ewige Gottesreich. Das ist der erste Punkt, der von der Prophetie her, die erste Linie, die gezogen wird. Eine zweite Linie, die man in der Prophetie findet, ist, dass dieses vierte Reich etwas Besonderes ist. Das ist etwas anders als die anderen Reiche. Und zwar darin, dass es sich in 2 Phasen abspielt, dass es einfach unterscheidbare Phasen hat, dieses vierte Reich. Und zwar zeigt sich das in Daniel 2, in Daniel 7 und auch in Daniel 9. In Daniel 2 wird ausdrücklich immer nur von 4 Reichen gesprochen, das vierte. Aber es wird von 5 Elementen gesprochen. Es wird vom Kopf gesprochen, vom goldenen Haupt, von silbernen Brust und Arme, von bronzenen Bauch und Lenden, von den eisernen Schenkeln, und dann von den Füßen aus Eisen und Ton. Und deswegen würde man eigentlich erwarten, dass von 5 Reichen dann gesprochen wird. Aber nein, es wird nur ganz bewusst und betont von 4 Reichen gesprochen. Das heißt, die eisernen Schenkel und die Füße aus Eisen und Ton, die gehören beide zu dem vierten Reich. Aber auch in Daniel 7 ist das so. In Daniel 7 haben wir als viertes Tier dieses schreckliche Tier. Und dann wird uns das schreckliche Tier gezeigt, das praktisch namentlich gar nicht benannt werden kann. Es ist so schrecklich und es gibt keinen Vergleichswert für dieses Tier aus der Tierwelt, wie das bei den ersten 3 Reichen der Fall ist. Einfach nur als schreckliches Tier und das als alles zertritt und zermalmt und zerschlägt und zerstört, dieses Zerstörungswerk des schrecklichen Tieres. Aber dann lenkt die Prophetie das Augenmerk auf 10 Hörner dieses Tieres und das dann im Zusammenhang mit diesen 10 Hörnern ein 11. Horn, ein kleines Horn auftaucht und 3 ausreißt und dann an die Spitze gehievt wird und dieses dann auch sehr viel schlimme Dinge macht. Also man sieht auch in Daniel 7 praktisch 2 Phasen dieses vierten Tieres. In Daniel 9 wird gesagt, dass das Volk des kommenden Fürsten die Stadt und das Heiligtum zerstören wird. Da sind sich alle messianischen Ausleger einig, dass das hier die Zerstörung Jerusalems ist
und die Zerstörung des Tempels 70 nach Christus durch die Römer, durch die antiken Römer. Aber in Vers 27 spricht dann Daniel 9 davon, dass da ein Bund geschlossen wird. Er wird einen Bund schließen mit den vielen für eine Siebener, eine Woche lang, eine Jahrwoche. Und das ist sehr auffällig, dass das Volk des kommenden Fürsten wird den Tempel zerstören. Es heißt nicht, der kommende Fürst wird den Tempel zerstören und die Stadt zerstören. Das ist das, was man erwarten würde, dass ein Fürst kommt, der das zerstört. Aber es hat diese komische Formulierung, das Volk des kommenden Fürsten oder eines kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Und das ist geschehen im ersten Jahrhundert nach Christus. Aber dann ist von ihm die Rede, von diesem kommenden Fürsten, der einen Bund schließt mit den vielen für eine Woche. Und das sind Dinge, die nach Überzeugung vieler, vieler Ausleger endzeitlich einzusortieren sind in der Zukunft. Ja. Also haben wir auch da einen Teil in der Prophetie von Daniel 9, der sich auf das antike Römische Reich bezieht, und einen Teil, nämlich Vers 27, was sich auf die endzeitliche Phase dieses Reiches bezieht. Ein dritter Hinweis auf dieses Widerstehen eines Römischen Reiches ist, dass die Bibel in Daniel 7 dreimal davon spricht, dass dieses vierte Reich anders ist als seine Vorgängerreiche. Die Andersartigkeit dieses vierten Reiches wird extrem betont, wird allerdings nicht gesagt, worin die Andersartigkeit besteht. Aber es wird dreimal ausdrücklich davon gesprochen, dass dieses vierte Reich anders ist als die vorhergehenden Reiche. Und auch das Horn ist selbst dann anders als die anderen 10 Hörner. Also diese Andersartigkeit wird sehr betont. In Offenbarung 13 wird von diesem Tier, von diesem endzeitlichen antichristlichen Reich gesprochen, als ein Tier, dessen Todeswunde geheilt wurde. Also, und es ist sehr naheliegend, dass diese Andersartigkeit des vierten Reiches darin besteht, dass es eine Todeswunde hat, es tödlich verletzt ist, aber dass es plötzlich wieder geheilt wird. Und in Kapitel 17 wird dann dreimal davon gesprochen, dass dieses Tier, was völlig identisch ist mit dem Tier von Offenbarung 13, das ist genau das gleiche Tier von Offenbarung 13, aber jetzt werden andere Aspekte betont und besprochen in Offenbarung 17, also dieses Tier mit den 7 Häuptern und den 10 Hörnern, dass dieses Tier war, nicht ist und wieder sein wird in der Zukunft. Und meine Überzeugung ist, dass diese drei Betonungen, die wir in diesen drei Schlüsseltexten jeweils haben, dass sie alles das Gleiche beschreiben. Dass die Andersartigkeit des vierten Tieres darin besteht, dass es eine Todeswunde erhält, das heißt tödlich verletzt wird, aber dann diese Todeswunde wieder geheilt wird. Und das heißt ganz praktisch, dass dieses Tier existiert, es gibt eine Zeit, wo es nicht existiert, und dann am Ende wird es wieder sein und dann ins Verderben gehen. Also das ist ein dritter Hinweis auf diese Neuauflage des Römischen Reiches. Ein weiterer Hinweis, eine weitere Argumentationslinie ist, dass wie die Statue in Daniel 2, die Statue symbolisiert alle Weltreiche. Also zumindest diese 4 Weltreiche von Daniel aus bis zum Ende hin und symbolisiert praktisch die Weltmacht in ihrer Gesamtheit von Daniel bis zum Weltende. So wie die Statue in Daniel 2 die gesamte Weltmacht in ihrer Gesamtheit repräsentiert und symbolisiert, so symbolisiert das Tier in Offenbarung 13 und 17 mit diesen 7 Hörnern, 7 Köpfen und 10 Hörnern, aber diese 7 Köpfe, dieses Tier symbolisiert auch die Weltmacht in ihrer Gesamtheit. Dass hier also eine Parallele ist, in beiden Fällen wird die Weltmacht in ihrer Gesamtheit gezeigt und dann bestimmte Einzelaspekte dieser Weltmacht. Wieso repräsentiert das Tier mit den 7 Häuptern und den 10 Hörnern in Offenbarung 13 und 17 die Weltmacht in ihrer Gesamtheit? Ein Hinweis ist, dass von 7 Köpfen gesprochen wird. Dass dieses Tier 7 Köpfe hat. Und 7 ist in der Bibel bekanntlich die Zahl der göttlichen Vollkommenheit. Also
Zahl 7, Zahl der Fülle, Zahl der Vollkommenheit, das findet sich an ganz vielen Beispielen, die Zahl 7, die sieben Feuerfackeln, die vor dem Thron Gottes sind, also die Fülle des Geistes und so weiter. Die sieben Leuchter, der siebenarmige Leuchter, also die Zahl 7, Zahl der göttlichen Vollkommenheit. Vollzahl. Also 7 Köpfe ist ein Hinweis auf die Vollzahl, die Fülle. Ein weiterer Hinweis ist, dass 3 der 4 Tiere von Daniel 7, die also verschiedene Weltreiche repräsentieren, nämlich der Löwe, der Bär und der Panda, dass 3 von diesen 4 Tieren, die wir von Daniel 7 als einzelne Weltreiche kennen, sind in diesem Tier in Offenbarung 13 und 17 auch enthalten und repräsentiert. Ich will das mal kurz lesen, Offenbarung 13. Offenbarung 13. Und ich sah ein Tier aus dem Meer steigen, das hatte 10 Hörner und 7 Häupter, diese 7 Köpfe, und auf seinen Hörnern 10 Kronen und auf seinen Häuptern lästerliche Namen. Und das Tier, das ich sah, war gleich einem Panda, das ist das dritte Tier von Daniel 7, und seine Füße wie Bärenfüße, das ist das zweite Tier von Daniel 7, und sein Rachen wie ein Löwenrachen, das ist das erste Tier von Daniel 7. Also das ist ein guter Hinweis, dass mit diesem Tier in Offenbarung nicht ein Einzelreich nur gesehen wird, sondern dass die Weltmacht, die Weltmächte in ihrer Gesamtheit. Aber warum sind es dann 7 Hörner und nicht 4, wie in Daniel 2 bei der Statue oder wie in Daniel 7 bei den 4 Tieren? Und da gibt dann Offenbarung 17 Auskunft darüber. Das heißt, dieses Tier, das du gesehen hast, dieses antichristliche Reich, ist selbst ein achtes Haupt, dieser Weltmacht und gleichzeitig eines der ihm vorausgehenden 7. Ich lese Offenbarung 17, Vers 11 oder vielleicht 10 bis 11. Ja, nur Vers 11 erstmal. Das Tier, das gewesen ist und jetzt nicht ist, das ist der 8. und ist einer von den 7 und fährt in die Verdammnis. Das ist eines der kniffligsten Texte der Johannes-Offenbarung überhaupt. Vielleicht lese ich doch mal Vers 7. Der Engel sprach zu mir: Warum wunderst du dich? Ich will dir sagen, das Geheimnis der Frau und des Tieres, das sie trägt und die 7 Häupter und die 10 Hörner hat. Hier geht es um ein Geheimnis. Und das wird hier etwas gelüftet, aber es ist immer noch geheimnisvoll. Das Tier, das du gesehen hast, Offenbarung 17, Vers 8, ist gewesen, ist nicht und wird wieder aufsteigen aus dem Abgrund und wird in die Verdammnis fahren. Und es werden sich wundern, die auf Erden wohnen, deren Namen nicht geschrieben stehen im Buch des Lebens vom Anfang der Welt an, also die Ungläubigen, die verloren gehen, die werden sich wundern, wenn sie das sehen, wenn sie das Tier sehen, dass es gewesen ist, nicht ist und wieder sein wird, wieder da ist. Also es geht hier um die Neuauflage eines Reiches. Hier ist der Sinn, zu dem Weisheit gehört. Die 7 Häupter sind 7 Berge, auf denen die Frau sitzt. Das wird meistens mit Rom in Verbindung gebracht, was ja auf 7 Hügeln ist. Und die Frau wird auch mit Rom identifiziert. Die Frau, die du gesehen hast, ist die große Stadt, die die Herrschaft hat über die Könige auf Erden. Also die Frau wird mit Rom in Verbindung gebracht, nach Kapitel 17, Vers 18. Die große Stadt, die die Herrschaft hat über die Könige auf Erden, das ist die Stadt Rom. Also diese 7 Häupter zeigen auf 7 Berge, wo die Frau sitzt. Und es sind 7 Könige. Also entweder sind es eine Doppelbedeutung, die Zahl 7 hier hat. 7 Berge, Stichwort 7 Hügel Stadt Rom. Und 7 Könige. Oder dieses Und ist epexegetisch zu verstehen, das heißt erklärend zu verstehen. Dann ist es so zu übersetzen, die 7 Köpfe, die du gesehen hast, sind 7 Berge. Das heißt 7 Könige. Dann ist es das Gleiche. Dann ist Berg das Bildwort für König. Das ist auch durchaus denkbar von der Schrift her. Berg als Symbol für Macht, Herrschaft. Und sind 7 Berge, das heißt 7 Könige oder 7 Königreiche. Oder 7 Weltreiche. Ja.
Und die Pointe ist, dass es dieses Tier, was Johannes sieht in der Offenbarung 13, auch in Offenbarung 17, weil das ja identisch ist, dieses Tier, was er sieht, ist selbst ein achtes und gleichzeitig eines von den sieben. Und was ist denn die Identität der sieben Köpfe? Also manche denken, es sind sieben Regierungsformen Roms, andere denken, es sind sieben in der Kaiserreihe von Rom, aber das ist alles sehr problematisch. Die beste Erklärung meines Erachtens, die am besten mit dem gesamtbiblischen Befund übereinstimmt, ist, dass die sieben Reiche, die sieben Häupter, sieben Reiche beschreiben, die in der Geschichte, auch gerade in der Geschichte Israels, eben diese massive Rolle spielen. Und welche Reiche sind das? Israel hat es zu tun mit der ersten Weltmacht Ägypten. Dann hat es zu tun mit der Weltmacht Assyrien, dann mit der Weltmacht Babylonien, dann Medo-Persien, dann Griechenland, dann Rom. Und das wären schon mal sechs. Jetzt wollen wir das nochmal in Reihenfolge bringen, weil es heißt hier in Vers 10, fünf sind gefallen, einer ist da, der andere ist noch nicht gekommen und wenn er kommt, muss er eine kleine Zeit bleiben. Das Tier, das gewesen ist, jetzt nicht ist, das ist der achte und einer von den sieben. Also fünf sind gefallen. Wenn wir an die Weltreiche denken, mit denen es Israel zu tun hat, da sind fünf gefallen. Nämlich Ägypten, Assyrien, Babylonien, Medo-Persien, Griechenland. Fünf sind gefallen. Und alle diese Weltreiche haben etwas gemeinsam. Denn sie waren alle darauf aus, oder in allen diesen Weltreichen gibt es eine Situation, wo Israel praktisch vernichtet werden soll oder fast zerstört wird. Also in Ägypten sollte Israel ein Völkermord begangen werden, indem die männliche Erstgeburt alle in den Nil geworfen wird. Da wollte man Israel ausradieren. Die Assyrer haben das Nordreich weggeführt und das Südreich bis an die Wand gefahren, bis an den Rand der Niederlage, dass nur noch Jerusalem übrig blieb. Es war spitz auf Knopf, dann wäre auch das Südreich in die assyrische Gefangenschaft geführt worden. Ja, aber das kam dann nicht so weit, weil Gott nochmal eingeschritten hat und das assyrische Heer vernichtet hat. Dann unter Babylonien hat Israel extrem gelitten. Es ist zerstört worden, vernichtet worden, hat Stadt und Tempel verloren, ist in die 70-jährige Gefangenschaft geführt worden. Es war zwar ein Gericht Gottes, aber es war auch ein Wirken der Weltmacht. Auch aus Gier, aus Plünderungssucht und Machthunger heraus. Es sind immer mehrere Aspekte gleichzeitig existent. Also es war die Erfahrung mit der dritten Weltmacht, mit Babylonien, auch sehr verstörend natürlich. Und bis dahin dann die schlimmste Erfahrung überhaupt, weil das Volk in die Gefangenschaft geführt wurde, Hunderttausende sind getötet worden und die Stadt ist zerstört worden und der Tempel ist zerstört worden. Also desaströs, was Israel durch die Weltmacht Babylonien erfahren hat. Dann die Weltmacht Medo-Persien war insgesamt viel mehr wohlgesonnen, aber es gab auch den Zeitpunkt mit Haman, wo Haman versuchte, einen Genozid herbeizuführen auf einen ganz bestimmten Tag, dass alle Juden im ganzen medopersischen Weltreich zerstört und vernichtet werden. Und das hat Gott dann abgewendet durch Esther und Mordechai. Wir lesen das alles im Buch Esther. Aber das war die Erfahrung mit der vierten Weltmacht. Mit der fünften Weltmacht Griechenland hatte Israel dann die Erfahrung unter Antiochus Epiphanes, wo es zu einer Hellenisierung der Juden kam und auch dann zu einer Entweihung des Tempels und einer massiven Judenverfolgung, also der Juden, die fromm waren, die am Jahwe-Glauben festgehalten haben. Und das war spitz auf Knopf, dann wäre Israel geistlich vernichtet worden, weil die Hellenisierung wurde vorangepusht, getrieben und nur wenige haben Widerstand geleistet und die sind massiv zerrieben worden und vernichtet worden. Aber Gott hat dann eingegriffen und durch die Bewegung der Makkabäer ist es dann praktisch zum Stillstand gekommen, der Tempel wurde wieder eingeweiht. Aber das war auch eine ganz schreckliche Erfahrung der Juden mit der fünften Weltmacht, Griechenland. Und dann heißt es hier, fünf sind gefallen, einer ist da, das heißt, das Jetzige ist da und das Jetzige, was da ist, und Abfassung der Offenbarung des Johannes, war das Römische Reich. Und dann heißt es, und das Siebte, wenn es kommt, muss es eine kurze Zeit bleiben. Das ist das Einzige, was wir über dieses siebte Reich überhaupt erfahren in der Bibel. Ein halber Vers nur. Und die einzige Information ist, wenn es kommt, muss es eine kurze Zeit bleiben. Und von daher ist es sehr schwierig, das genau zu bestimmen.
aber es gibt meines Erachtens die beste Antwort ist, es auf das Reich von Hitler zu beziehen, weil er wollte zwar auch ein Riesenweltreich gründen, was 1000 Jahre Bestand hat, aber es blieb dann nur 12 Jahre, ja, von 33 bis 45. Und die Besonderheit dieses Reiches war ja auch, wie alle vorhergehenden Reiche, dass es massiv zur Vernichtung Israels beigetragen hat und eben anti-israelisch war. Und 6 Millionen Tote im Holocaust. Und beim Römischen Reich hatte Israel auch diese Vernichtung erfahren. Da wurde Jerusalem zerstört, der Tempel wurde zerstört, die Juden kamen in die weltweite Gefangenschaft. Bei Babylon wurde auch Stadt und Tempel zerstört, aber sie kamen nur in die babylonische Gefangenschaft. Aber es gab noch eine Steigerung beim Sechsten Reich und der Holocaust ist noch mal eine Steigerung im Siebten Reich. Aber nur kurze Zeit, 12 Jahre ist nicht viel für ein großes Reich. Und das Tier, was er jetzt gesehen hat, dieses antichristliche Reich in der Endzeit, das ist ein achtes Reich, aber gleichzeitig eines von den 7, die vorausgegangen sind. Und danach Daniel 2 und Daniel 7, das römische Reich, das letzte ist, bevor das Gottesreich und die Herrschaft des Menschensohnes aufgerichtet wird, ist es logisch, dass eben dieses siebte, dieses eins von 7, also das römische Reich, wieder erstehen wird. Aber das ist die biblische Argumentation, die man anführen kann, warum man diese Vorstellung hat, dass in der Endzeit eine Art Wiederherstellung des Römischen Reiches passieren muss. Und wer sich dafür näher interessiert, dem empfehle ich meine Videos über Daniel. Ich habe 2 Videos erstellt über Daniels Prophetie der 4 Weltreiche, wo ich das auch noch genauer ausführe mit den 4 Weltreichen und auch dieses, was ich jetzt gerade gesagt habe. Also wenn man zurückgeht, Meilenstein, Startschuss für die Neuauflage des Reiches. In dem Moment, wo Israel ersteht als Staat, kurz darauf, fängt auch an, das Römische Reich wieder zu erstehen. 2. Meilenstein. 3. Meilenstein. In der Entwicklung des Staates Israels gab es natürlich viele Ereignisse, die wichtig sind, aber doch sehr wichtiges Ereignis, besonders wichtig, war der sogenannte Sechstagekrieg. Das ist ein Meilenstein. Warum ist das ein Meilenstein? Weil im Sechstagekrieg hat Israel Ost-Jerusalem erobert und damit auch den Tempelberg. Der Sechstagekrieg währte vom 5. bis 10. Juni 1967 und hat politische Eroberungen Israels gebracht und religiöse Konsequenzen. Und hier wurde massiv Landgewinn erzielt. Der ganze Sinai wurde erobert, der Gazastreifen wurde von Ägypten erobert und ist bis heute noch im Besitz. Der Sinai wurde inzwischen zurückgegeben. Aber der Gazastreifen ist immer noch im Besitz Israels, dann das ganze Westjordanland von Jordanien erobert, inklusive eben Ost-Jerusalem und der Tempelberg und die Golanhöhen von Syrien. Also es war der Krieg, obwohl er sehr kurz war, der die größte geografische Expansion für Israel mit sich brachte. Also und vor allem eben sehr bedeutsam, weil Jerusalem, Ost-Jerusalem mit dem Tempelberg jetzt plötzlich in den Besitz und in die Verfügungsgewalt Israels überging. Es gab auch religiöse Konsequenzen, obwohl sich zunächst mal auf den Tempelberg nichts änderte, denn Stunden nach der Eroberung des Tempelberges, nur wenige Stunden, hatte Moshe Dayan diesen Tempelberg und die Felsendom und El-Aqsa-Moschee, die da drauf sind, also praktisch das drittwichtigste Heiligtum der Muslime, sofort der Wakf-Behörde unterstellt. Das ist praktisch eine Stiftung, eine religiöse Stiftung, die praktisch religiöse Gebäude verwaltet. Und die gab es vorher schon. Und der wurde das sofort unterstellt. Und das ist bis heute der Fall. Und sie sind zuständig für den Betrieb, dass alles wie bisher weiterläuft. Und unter Moshe Dayan war auch gesagt, den Juden ist verboten, da auf den Tempelberg zu gehen. Das hat sich inzwischen ein bisschen geändert. Aber im Grunde genommen ist trotz Eroberung des Tempelberges und Ost-Jerusalems, ist religiös gesehen, was den Betrieb des Tempelberges betrifft, erstmal alles beim Alten geblieben. Und das ist bis zum heutigen Tage so. Aber es hat trotzdem religiöse Konsequenzen gehabt. Denn seit der Eroberung des Tempelberges durch die Israelis ist in Israel eine moderne Tempelbaubewegung entstanden, die bis heute nachwirkt.
Und in meinem Video kommt der dritte Tempel, gehe ich auch darauf ein, welche Gruppierungen das sind und was sie auch alle schon erreicht haben, worauf die hinarbeiten und so weiter. Also es gibt aktuell eine Tempelbaubewegung in Israel, die massiv sich vorbereitet, einen Tempel dort auf den Tempelberg zu bauen. Und diese Eroberung des Tempelberges ist natürlich eine wichtige Voraussetzung für den Wiederaufbau des Tempels, der nach meiner Überzeugung aufgrund von biblischer Prophetie kommen wird oder kommen muss. Dritter Meilenstein. Israel erobert Ostjerusalem und den Tempelberg. Vierter Meilenstein. Diese bescheidenen Anfänge des widerstandenen Römischen Reiches durch die römischen Verträge, diese bescheidenen Anfänge konsolidieren sich. Also wir haben eine Konsolidierung der Neuauflage des Römischen Reiches. Und so wie 1967 ein wichtiges Datum für Israel ist, mit der Eroberung des Tempelberges und Ostjerusalems und der Einnahme des Landes in weiten Teilen, so ist 1992 für diese Neuauflage des Römischen Reiches ein wichtiges Datum. Wir haben bis 1992 sehen wir eine Konsolidierung der NATO. Nicht so stark, aber immerhin. Anwachsen von 12 auf 16 Teilnehmerländern. Es kam Griechenland, Türkei schon 52 dazu. Die Bundesrepublik Deutschland, damals nur Westdeutschland, kam 1955 dazu, also kurz nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich. Und Spanien 82. Also NATO hat sich weiter konsolidiert. Dann, und das ist das Entscheidende, am 7.2.1992 wurde die Gründung der Europäischen Union vorgenommen, im Vertrag von Maastricht, anwachsen von 6 auf 12 Teilnehmerländern bis zu diesem Zeitpunkt. Durch den Beitritt vom Vereinigten Königreich, also Großbritannien, Dänemark, Irland, das war alles 73, da war so ein Erweiterungsschub, dann Griechenland 81 und dann Portugal, Spanien 1986. Und 92 wurde dann mit diesen auf 12 Teilnehmerländern angewachsenen europäischen Wirtschaftsgemeinschaft dann die Europäische Union gegründet. Und das ist deswegen so ein Meilenstein, weil hier die Spielregeln der Europäischen Union ein für alle Mal festgelegt worden sind, nach welchen Spielregeln das läuft. Und wir haben eine ganz neue Stufe bei der Verwirklichung einer immer engeren Union der Völker Europas, wo man also auch von einer Währungsgemeinschaft spricht und einheitliche Währung und so weiter, was dann kommen soll. Also das ist wieder ein Meilenstein. Mit der EU 1992 sind wir einen Riesenschritt weiter gekommen in Richtung Neuauflage des Römischen Reiches. Das ist noch nicht die endzeitliche Form, aber es ist ein wichtiger Zwischenschritt dorthin. Wie sieht es heute aus? Sind diese Entwicklungen in Israel und in Europa, stagniert das jetzt? Ist das rückläufig oder geht es weiter massiv voran, auch wenn nichts total Spektakuläres passiert ist? Und es ist Letzteres der Fall. Es geht, diese Entwicklung in Israel, die Entwicklung in Europa geht weiter massiv voran, ohne dass ein komplett neuer Meilenstein erreicht wäre im Endzeitfahrplan. Wir sehen auf jeden Fall, wenn wir jetzt mal 1967 zurückdenken, Sechstagekrieg. Seit dem Sechstagekrieg hat Israel eine phänomenale Entwicklung genommen. Ökonomisch hat es Anschluss gefunden an den Wohlstand, der in Europa herrscht. Also vom Bruttosozialprodukt pro Kopf und so kann es sich mit europäischen Ländern völlig messen, als einziges Land im Nahen Osten, abgesehen von den Ölstaaten. Politisch ist es stabil. Es ist die einzige Demokratie im Nahen Osten, die funktioniert, ja, und die eine Stabilität hat, auch wenn immer wieder mal Regierungswechsel ist und so. Aber es ist politisch stabil, es ist in der Welt etabliert, es hat Ansehen gewonnen. Militärisch ist Israel eine der stärksten Armeen der Welt. Also bestimmt unter den 15 stärksten Armeen der Welt ist Israel vertreten. Demografisch waren 1948 etwa 600.000 Juden in Israel eingewandert. So sind jetzt 2024 sind wir etwa bei 6 Millionen Juden, die in Israel sind. Und in der
in dem Ranking, Best Country Ranking, war von 2023, glaube ich, habe ich gelesen, Israel wird als 11. Staat geführt. Best Country Ranking in the World. Als 11. Staat. Also Israel hat sich extrem konsolidiert in alle Richtungen. Israel hatte sehr starke Wirtschaft, hat unheimlich viel Know-how, viel Wissen in der Hochtechnologie, unglaublich stark. In manchen Bereichen sind sie absolut weltführend, in Bewässerungstechnik und so weiter. Sie verfügen auch über Atombombe, ja, ist bekannt, wo sie sich nicht offiziell dazu bekennen, aber es ist allgemein bekannt, dass sie eine Atommacht sind. Also wir sehen eine enorme Konsolidierung als Staat. Gleichzeitig sehen wir aber, gerade aktuell durch den Gaza-Krieg, dass wir in einer besonderen Phase sind, eine Phase, ich nenne es Phase der Neuordnung der Situation im Nahen Osten im Zuge des Gaza-Krieges. Das war jetzt, dieser Terrorangriff am 7. Oktober war so eine Zäsur, es hat alles andere in den Schatten gestellt, was vorher an Feindschaft gegen Israel war. Es war der größte Massenmord an Israelis seit dem Holocaust. Ja. Und in einer Brutalität vorgetragen, der unfassbar ist, was da veranstaltet wurde. Also das ist wirklich eine Zäsur. Und die Idee der Hamas war ja dadurch, Fakten zu schaffen und praktisch einen Nahostkrieg zu provozieren, der zum Rauswurf Israels dann führt, dass alle Muslime sich vereinigen und ihnen beistehen im Kampf gegen Israel und so. Das ist nicht geschehen, das wird auch so nicht geschehen. Aber was neu geordnet werden muss, ist, wie wird der Gazastreifen in Zukunft verwaltet? Wie wird die politische Verwaltung des Gazastreifens aussehen? Und auch ganz wichtig in dem Zusammenhang, wie wird das Verhältnis Israels zu seinen arabischen Nachbarn aussehen nach dem Gazakrieg? Wie wird sich das auch neu ordnen? Und gibt es eine Friedenslösung für das Pulverfass Nahost? Kommt man zu irgendeiner Verständigung um dieses ganze Grundproblem, dieses Nahostkonflikts, diesen israelisch-palästinensischen Konflikt zu lösen, zumindest scheint zu lösen. Ja? Und da wissen wir nicht, wie das Ergebnis hier ausschaut. Aber was wir sehen ist, dass aktuell eine massive Umbruchssituation im Nahen Osten ist, gerade durch diesen Gaza-Krieg. Gleichzeitig sehen wir, was diese Neuauflage des Römischen Reiches betrifft, als Zwischenstand heute, eine unglaubliche Konsolidierung. So wie sich Israel als Staat enorm konsolidiert hat seit 1967, so hat auch diese Neuauflage des Römischen Reiches sich enorm konsolidiert. Schauen wir die NATO an. Von 1999 kamen Polen, Ungarn, Tschechien hinzu, dann 2004 eine Riesenerweiterung mit Ländern aus Osteuropa, dann Albanien, Kroatien, 2009, 2017 Montenegro, Nordmazedonien und jetzt im Zuge des Ukraine-Krieges Finnland 2023 und ganz aktuell Schweden als 32. Mitglied. Das heißt, innerhalb von nur 32 Jahren, und das ist in weltgeschichtlichen Dimensionen eine sehr kurze Zeitspanne, innerhalb von nur 32 Jahren ist die NATO von 16 auf 32 Teilnehmerländer angeschwollen. Und das war es eigentlich immer schon, aber es ist jetzt umso mehr, mit Abstand das stärkste Militärbündnis der Welt. Zumindest was konventionelle Kriegsführung betrifft. Natürlich haben die Russen und auch die Chinesen haben sehr viele Atombomben und Russland hat ja die meisten Atombomben. Aber wer kann schon Atomkrieg führen? Kann ja niemand gewinnen. Von daher ist die konventionelle Rüstung schon auch wichtig. Und da ist die NATO mit Abstand das stärkste Militärbündnis der Welt. Konsolidierung. Auch die EU hat sich enorm konsolidiert seit 1992, obwohl wir dauernd Krisen haben. Aber die Krise ist der Modus der Veränderung. Es geht immer über Krisen. Und dann gibt es manchmal einen Schub, wo ein ganz neues Level erreicht wird. Wenn man die Entwicklung der EU seit 1992 anschaut, ist das eine unglaubliche Geschichte, was sich hier zeigt. Es ist uns als Europäer oft gar nicht so bewusst, weil man sich da nicht mit rein vertieft, was da eigentlich passiert ist. Aber auch hier in nur 32 Jahren ist unglaublich viel passiert. Von 12 auf 27 Teilnehmerländer angewachsen in 32 Jahren. Wir haben 95 Beitritt von Finnland, Österreich, Schweden, dann Einführung des Euro als Gemeinschaftswährung. Das war ein Riesenschritt. Dann der Beitritt von Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ungarn, Zypern, bekannt als die Osterweiterung. 2004 gab es die massive Osterweiterung.
2007 wurde das noch etwas erweitert, indem noch Bulgarien und Rumänien als Nachzügler dazu schlüpften, auch noch beitraten. Und dann war 2010 eine wichtige Zäsur in der Entwicklung der EU, die auch nicht so wahrgenommen wird, völlig unterschätzt wird, aber meines Erachtens auch vom prophetischen Gesichtspunkt her ein sehr, sehr wichtiger Meilenstein war in der Entstehung der Neuauflage des Römischen Reiches, nämlich die Gründung der Union für den Mittelmeerraum, UFM, Union für den Mittelmeerraum oder auch Mittelmeerunion genannt, mit 43 Teilnehmerstaaten. Darunter alle EU-Länder, also alle 27 EU-Länder und alle Anrainerstaaten des Mittelmeeres, natürlich inklusive Israel, Israel ist Anrainerstaat des Mittelmeeres, aber auch Jordanien, obwohl sie keinen Zugang zum Mittelmeer haben, gehört auch dazu und die PLO gehört dazu. Und das Ziel ist die Pax Mediterrana, das heißt ein Frieden in diesem gesamten europäischen und auch nordafrikanischen Mittelmeerraum. Wie es damals eine Pax Romana gab, diesen römischen Frieden, hier eine Pax Mediterranea, also ein Frieden des Mittelmeerraumes. Und das ist die Süderweiterung. Es ist auf einer anderen Ebene, weil es nicht überstaatlich läuft, sondern immer in die EU mit den Einzelstaaten Verträge macht, immer über 7 Jahre interessanterweise, werden also Verträge gemacht zwischen EU und diesen Mittelmeeranrainerstaaten. Und es geht um Infrastrukturentwicklung, Durchsetzung der Menschenrechte, möglichst Gleichstellung der Frau und so weiter. Dann es geht um wirtschaftliche Entwicklung, natürlich um Frieden, Konfliktsteuerung und so weiter. Angleichung der Lebensverhältnisse zwischen den Südanrainern des Mittelmeeres und den Nordanrainern des Mittelmeeres, also zwischen Nordafrika und Europa, Angleichung der Lebensverhältnisse. Und es wird gesagt, in den Dokumenten, man kann es nachlesen, es sind die gleichen Ziele, die mit der Integration Europas verfolgt werden. Nur auf etwas anderem Wege. Aber es sind die gleichen Ziele, die verfolgt werden. Ja, aber eben nicht über Supranationalismus, also über übergeordnete Staatengebilde, sondern direkt mit den einzelnen Nationen. Interessant ist, dass diese Süderweiterung bereits 1995 beschlossen wurde. Und da muss man sehen, also er wird da langfristig gedacht oder längerfristig gedacht. Also 1995 war die große Sitzung in Barcelona, da begann dann der Prozess von Barcelona und das Ziel war, 1995 wurde ausgerufen, bis 2010 eine euro-mediterrane Freihandelszone zu gründen. Und diese euro-mediterrane Freihandelszone hat dann aber schlussendlich nicht so geheißen, sondern man hat es genannt in Union für den Mittelmeerraum. Aber es ist genau das, worum es hier geht. Und damit sollte man sich mal beschäftigen. Also die Osterweiterung, und bevor die Osterweiterung richtig anfing, hatte man schon die Süderweiterung im Blick und vorbereitet. Und jetzt haben wir Beitritt Kroatiens 2013 und 2020 Austritt Vereinigtes Königreich. Fazit, wir haben von 12 auf 27 Teilnehmerländer in 32 Jahren. Ein unglaubliches Wachstum. Die EU ist heute mit ihren 27 Teilnehmern der drittgrößte Wirtschaftsblock der Welt nach USA und China. Aktuell gibt es einen Bewerberstaat in Kosovo. Da ist noch nicht entschieden, ob er ein Beitrittskandidat wird. Und es gibt 9 Beitrittskandidaten mit unterschiedlichen Status, wie die Verhandlungen geführt werden. Die Verhandlungen mit der Türkei, Beitrittskandidat seit 1999, ruhen derzeit. Montenegro, Serbien seit 2012, da laufen die Beitrittsverhandlungen. Nordmazedonien auch, meines Wissens. Und dann Albanien, Bosnien, Herzegowina, Georgien, Ukraine, Moldau jetzt ganz neu, 2022 Beitrittskandidaten. Also eine unglaubliche Entwicklung, die hier gegangen ist. Und man muss ja sehen, wenn man sich jetzt diese Union für den Mittelmeerraum anschaut, praktisch die gesamte EU plus alle Mittelmeeranrainerstaaten im Süden, und man vergleicht das mit der Karte des antiken Römischen Reiches, dann fällt den Dümmsten auf, dass das ja nahezu identische Gebilde sind. Ja. Und in der Bibel steht, dass deren Namen nicht geschrieben sind im Lebensbuch des Lammes, dass die sich wundern werden, wenn sie das Tier sehen werden, dass es war, nicht ist und wiederkommt.
Aber die Christen werden sich nicht wundern, weil die können aufgrund der Prophetie und dieser Stellen, die ich aufgezeigt habe, können es im Voraus wissen, dass sowas ansteht als Meilenstein im Endzeitfahrplan. Und es war auch die Erwartung von Exegeten im 19. Jahrhundert, im 20. Jahrhundert, wo noch lange nichts von EU oder EWG die Rede war, dass gesagt haben, das Römische Reich muss wieder erstehen. Und wir erleben das jetzt in unseren Tagen, wie sich das formiert. Und man darf sehr gespannt sein, vor allem auch, wie sich das mit der Mittelmeerunion weiter formiert. Gleichzeitig haben wir auch hier natürlich eine Umbruchssituation durch den Ukraine-Krieg. Und da ist sehr viel offen, wie sich Dinge entwickeln werden im Blick auf eigene Verteidigungspolitik oder gemeinsame Verteidigungspolitik und so weiter, wie sich das Verhältnis zu den USA weiterentwickeln wird, wie das mit Russland wird. Also das sind so viele Fragen. Ist es eine Zeitenwende, was wir gegenwärtig in Europa erleben, eine riesige Umbruchssituation, und man darf sehr gespannt sein, wohin sich das entwickeln wird. Jetzt kommen wir zu den Meilensteinen. Jetzt schauen wir in die Zukunft. Was ist in der Zukunft zu erwarten vom prophetischen Wort her? Und das habe ich jetzt nicht streng chronologisch geordnet, sondern ich bringe erstmal die Punkte, die ich sehe, was von der Bibel her kommen wird oder kommen muss. Und dann kann man am Ende überlegen, okay, was wäre da eine vernünftige Chronologie von diesen Punkten? Weil das ist eben auch zum Teil sehr umstritten, die ganzen Sachen. Und je nachdem, wie ich es auslege, ist es auch chronologisch anders zu verorten. Oder selbst bei gleicher Auslegung ist es manchmal chronologisch unterschiedlich verortet. Ein Ereignis, was ansteht und was ein riesen Meilenstein wäre, dass wir sagen, okay, wir sind wieder eine Stufe weiter im Endzeitfahrplan, ist das, was wir in Hesekiel 38 und 39 lesen. Vorher in Hesekiel wird die Staatsgründung Israels quasi geweissagt und die Sammlung Israels, und danach, jetzt Kapitel 38, 39 in Hesekiel, wird von einem riesigen Angriff eines übermächtigen Feindes aus dem Norden berichtet. Israel besiegt den Feind aus dem Norden, Hesekiel 38, 39. Entscheidende Textaussagen sind folgende. Das Thema in diesen zwei Kapiteln, wobei das zweite quasi das Thema aufgreift, wiederholt und vertieft. Das Thema ist der Angriff Gogs und seiner Verbündeten. Und das ist ein Gerichtsakt Gottes auch an Gog. Es dient eigentlich dazu, Gog zu zerstören. Ein Angriff, den Gott zulässt, der aus Gier heraufgeführt wird von Gog, aber es dient zur Zerstörung und Vernichtung Gogs. Das Angriffsziel ist Israel nach seiner Wiederherstellung in der letzten Zeit. Und das ist jetzt sehr interessant, was da genau steht. Israel, Hesekiel 38, Vers 8 und Vers 16, weil das lässt einen aufhorchen, wenn man in der Zeit nach der Staatsgründung Israels lebt. Da heißt es nämlich hier in Jesaja, Hesekiel 38, Vers 8, nach langer Zeit sollst du aufgeboten werden, also Gog und seine Herrscher. Nach langer Zeit sollst du aufgeboten werden. Am Ende der Zeiten sollst du in ein Land kommen, das dem Schwert entrissen ist. Schwert ist ein Bild für Krieg. Und zu dem Volk, das aus vielen Völkern gesammelt ist. Ah, da läuft es einem fast ein bisschen gänsehautmäßig den Rücken runter. Ein Volk, das aus vielen Völkern gesammelt ist. Das ist das, was vor allem seit der Staatsgründung Israels massiv vorangekommen ist, dass wir jetzt in Israel Juden haben aus 150 Ländern der Erde. Ein Volk, das aus vielen Ländern gesammelt ist. Und das ist die Voraussetzung für den Angriff von Gog. Nach langer Zeit sollst du aufgeboten werden, am Ende der Zeiten sollst du in ein Land kommen, das dem Schwert entronnen ist, und zu dem Volk, das aus vielen Völkern gesammelt ist, nämlich auf die Berge Israels, die lange Zeit verwüstet gewesen sind. Fast 2000 Jahre war das wüst gelegen. Und nun ist es herausgeführt aus den Völkern und sie alle wohnen sicher. Also es ist jetzt wieder Sicherheit im Lande und sie sind herausgeführt in diesem Land Israel.
Also Israel wird angegriffen nach seiner Wiederherstellung in der letzten Zeit. Auch Kapitel 39, Vers 2 bestätigt das. Siehe, ich will dich herumlenken und herbeilocken aus dem äußersten Norden und auf die Berge Israels bringen. Aber der Zeitpunkt ist entscheidend. Der Zeitpunkt ist hier, wenn es wiederhergestellt ist nach einer Verödung und wenn es wieder gesammelt ist aus den Nationen der Erde. Der Angriffsgrund ist böse Pläne werden da geschmiedet. Es ist Gier nach Beute. Da kann man sagen, ja, was ist denn in Israel zu holen? Ne? Warum sollte irgendeine Großmacht Israel überfallen? Was kann man da holen? Da gibt es nicht besonders viel, da gibt es kein Erdöl oder so. Ja? Was kann man da holen? Aber da muss man nur mal an die Schätze des Toten Meeres denken, was hier für an Brom, Chrom und alle möglichen seltenen Erden und Metalle hier enthalten ist. Das sind hunderte von Milliarden Dollar, wird das berechnet, was da an Bodenschätzen im Roten Meer, im Toten Meer ist. Das wäre ein Ansatzpunkt, Gier nach Beute, ja? Dass man vielleicht an die Bodenschätze des Toten Meeres heran will, weil man die vielleicht auch braucht. Gogs Herkunft ist der äußerste Norden, Kapitel 38, Vers 6. Dazu Gomer und sein ganzes Heer, die vom Hause Dagoma, die im Norden wohnen, die im Norden wohnen. Ja. Und dann nochmal Vers 15, da heißt es, und wirst kommen aus deinem Ort vom äußersten Norden, du und viele Völker mit dir. Und Kapitel 39, Vers 2, auch nochmal, sieh, ich will dich herumlenken und herbeilocken aus dem äußersten Norden. Also die Angriffsrichtung ist klar, Gog sitzt irgendwo im äußersten Norden von Israel aus gesehen und wird dann am Ende der Zeit einen Überfall starten auf Israel. Für die Deutung, wer ist dieser Gog und wann geschieht das und so, finde ich eines der aufschlussreichsten Dinge, was die Ergebnisse dieses Kampfes sind, dieses Einfall des Feindes aus dem Norden. Es hat nicht vier Ergebnisse, die ganz klar benannt werden, und die sehr bemerkenswert sind. Und zwar, ein Ergebnis ist, die Völker werden Gott erkennen. Dadurch, dass Gott diesen Gog aus Magog und mit seinen verbündeten Heeren und so weiter eine fette Niederlage beibringt, dort auf den Bergen Israels, eine vernichtende Niederlage, dadurch wird der Respekt vor Gott weltweit total anwachsen und die Menschen werden Gott erkennen. Dass es einen Gott gibt, einen Schöpfer, und dass dieser Gott der Gott Israels ist, der hilft gegen diese übermächtigen Feinde. Also diese Gotteserkenntnis, die ist so penetrant bedeutsam hier, dass es wiederholt aufgeführt wird, und deswegen will ich die Stellen mal lesen, um diesen Eindruck zu bringen, das ist das Ergebnis dieses Konfliktes. Weltweite Gotteserkenntnis. Offenbar Hesekiel 38, Vers 16b. Ich will dich aber dazu über mein Land kommen lassen. Das Land gehört ja Gottesland, das er Israel gegeben hat. Ich will dich aber dazu über mein Land kommen lassen, dass die Heiden mich erkennen. Wodurch werden sie ihn erkennen? Wenn ich an dir, Gog, vor ihren Augen zeige, dass ich heilig bin. Also Gott wird die Angreifer richten, wird dadurch seine Heiligkeit demonstrieren und die Völker werden Gott erkennen, wenn er dieses Gericht an Gog vollzieht. Vers 23. So will ich mich herrlich und heilig erweisen und mich zu erkennen geben vor vielen Heiden, dass sie erfahren, dass ich der Herr bin. All dieser Niederschlagung des Angriffs Gogs ist eine Selbstoffenbarung Gottes vor der Heidenwelt. Kapitel 39, Vers 6b. Und ich will Feuer werfen auf Magog und auf die Bewohner der Inseln, die so sicher wohnen, und sie sollen erfahren, dass ich der Herr bin. Also Gott wird dann auch Feuer auf die Städte und die Inseln werfen. Da kommen wir noch dazu. Es hat, denke ich, für die Einordnung dann ist sehr relevant. Vers 7b. Sondern die Heiden sollen erfahren, dass ich der Herr bin, der Heilige in Israel. Also es ist eine Selbstmitteilung Gottes. Kapitel 39, Vers 21 und 24 noch. 39, Vers 21 und 24. Und ich will meine Herrlichkeit unter die Heiden bringen, dass alle Heiden mein Gericht sehen sollen, das ich gehalten habe, eben an Gog. Und meine Hand, die ich an sie gelegt habe. Alle Heiden sollen das Gericht Gottes sehen. Und dann noch Vers 24.
Und darum, so spricht Gott der Herr, nun will ich das Geschick Jakobs wenden und mich des Haus Israel und mich meinen heiligen Namen eifern. Entschuldigung, Vers 24. Und ich habe ihnen getan, was sie mit ihrer Unreinheit und ihren Überdrehungen verbringen. Der 24 stimmt was nicht. Das ist der falsche Vers. Okay, dann habe ich da irgendwie einen Missgriff gemacht mit dem Vers. Also es gibt noch ein Vers, der das anzeigt, dass die Völker Gott erkennen werden. Aber nicht nur die Völker werden Gott erkennen durch diese schallende Niederlage für Gog, sondern es wird auch eine Selbstoffenbarung Gottes an Israel sein. Kapitel 39, Vers 7, da heißt es, und ich will meinen heiligen Namen kundmachen unter meinem Volk Israel. Israel ist ja zurückgekehrt ins Land. Inzwischen wohnen fast 47% aller Juden im Land Israel wieder. Aber die meisten sind ungläubig, glauben nicht an Jahwe, glauben nicht an die Bibel. Das ist einfach so Folklore. Ja? Aber dieser Akt, dieses Handeln Gottes an Gog, das wird den Israels die Augen öffnen und sie werden Gott erkennen. Nach Hesekiel 39, Vers 7. Ich will meinen heiligen Namen kundmachen unter meinem Volk Israel und will meinen heiligen Namen nicht länger schänden lassen. Er wird ihn kundtun. Und auch in Vers 22 bestätigt Gott das. Und das Haus Israel soll erfahren, dass ich der Herr, ihr Gott bin, von dem Tage an und ferne hin. Das heißt, das ist eine Zäsur. Der Sieg Gottes über Gog, der ins Land Israel eingefallen ist, dieser Sieg Gottes über Gog ist eine Zäsur. Von dem Tag an wird Israel Gott erkennen. So steht es hier. Ja, Vers 22. Ihr sollt erfahren, dass ich, Jahwe, ihr Gott bin, von dem Tag an und ferner hin. Aber nicht nur das, dass es die Völker Gott erkennen und Gott sich an Israel offenbart und Israel ihn jetzt erkennt, seinen Gott erkennt, sondern auch die Völker werden plötzlich Israels Geschichte verstehen. Das ist ein interessanter Gedanke. Kapitel 39, Vers 23 und 24. Und die Heiden sollen erkennen, dass das Haus Israel um seiner Missetat willen weggeführt worden ist. Weltweite Zerstreuung wegen ihrer Sünden. Weil sie sich an mir versündigt hatten. Darum habe ich mein Angesicht vor ihnen verborgen und habe sie übergeben in die Hände ihrer Widersacher. 2000-jährige Geschichte der Judenverfolgung. Gott hat sie übergeben den Widersachern als Gericht. Und sie allesamt durch Schwert fallen mussten. Immer wieder Vernichtung Israels, in der gesamten Geschichte hindurch. In der muslimischen Gesellschaft, in der christlichen Gesellschaft, Höhepunkt im Holocaust. Gott hat immer wieder Gericht geübt. Und das werden sie jetzt verstehen, die Völker, dass diese unglaublich besondere Geschichte Israels, kein Volk hat eine solche Geschichte wie das Volk Israel, dass diese Geschichte Israels etwas mit Gott zu tun hat, und mit ihren Sünden zu tun hat und dass das Gericht Gottes an Israel ist. Also dass die Völker werden Israels Geschichte verstehen. Die Heiden sollen erkennen, dass das Haus Israel um seine Missetat willen weggeführt worden ist und das ganze Ergehen in der Geschichte, dass es damit zu tun hat. Und der Höhepunkt ist, Gott wendet das Geschick Israels, inklusive Ausgießung seines Geistes. Das ist das finale Ergebnis der Vernichtung Gogs. Und zwar lese ich hier, darum so spricht Gott der Herr. Nun, also wenn er sich dann geheiligt hat vor Gog. Nun will ich das Geschick Jakobs wenden und mich des ganzen Hauses Israel erbarmen und um meinen heiligen Namen eifern. Sie aber sollen ihre Schmach und alle ihre Sünde, mit der sie sich an mir versündigt haben, vergessen, wenn sie nun sicher in ihrem Land wohnen und niemand sie mehr schreckt. Und ich will sie aus den Völkern zurück, und ich sie aus den Völkern zurückgebracht und aus den Ländern ihrer Feinde gesammelt und an ihnen vor den Augen vieler Heiden gezeigt habe, dass ich heilig bin. Also die Vernichtung Gogs und seiner ganzen Heerscharen hat Gott sich demonstriert, offenbart in seiner Heiligkeit vor seinem Volk Israel und hat sich heilig gezeigt. Dann werden sie erkennen, dass ich der Herr, ihr Gott bin, der ich sie unter die Heiden weggeführt habe und wieder in ihr Land sammle. Die Sammlungsbewegung hat angefangen, 1838, ist massiv fortgeschritten, inzwischen 46% der Juden in Israel.
Und das wird dann noch weitergehen, vor allem dann auch nach diesem Sieg über Gog um noch mehr. Ja, irgendwann werden dann mal alle Juden dort wohnen. Dann werden sie erkennen, dass ich der Herr, ihr Gott bin, der ich sie unter den Heiden weggeführt habe und wieder in ihr Land sammle und nicht einen von ihnen dort zurücklasse. Also am Ende werden alle Juden dort in Israel leben. Und ich will mein Angesicht nicht mehr vor ihnen verbergen, was Gott in der Geschichte vielfach getan hat. Denn ich habe meinen Geist über das Haus Israel ausgegossen, spricht der Herr. Also das ist das finale Ergebnis dieses Angriffs Gogs aus dem Norden, dass Gott seinen Geist über Israel ausgießt. Und das bedeutet ja nichts anderes, als dass sie alle gläubig werden und alle mit Gott im Bund verbunden sind. Ja, der Geist ist das Kennzeichen der Bundeszugehörigkeit im neuen Bund. Und dann wird Israel eben eingegliedert sein in diesen neuen Bund und den neuen Bund auch genießen können als Volk. Gott wendet das Geschick Israels inklusive Geistausgießung. Also wenn man diese entscheidenden Textaussagen berücksichtigt, dann stellt sich die Frage, okay, wo ist dieser Angriff zeitlich und wer ist dieser Gog? Ja? Und das ist noch weitere Aussagen, aber das waren die ersten Aussagen, entscheidende Textaussagen. Jetzt kommen noch weitere entscheidende Textaussagen, die ich kurz machen möchte. Der vorhergesagte Angriff erregt Gottes Zorn und Gericht. Gott wird dieses Gericht durchführen durch Erdbeben, Kriegswaffen, Seuchen, Naturgewalten und Feuer. Also vielfältiges Arsenal Gottes. Gott bereitet Gog eine vernichtende Niederlage an jedem Tag zu. Das ist entscheidend. Es heißt hier, siehe, ich will dich herumlenken und herbeilocken aus dem äußersten Norden und auf die Berge Israels bringen und will dir den Bogen aus deiner linken Hand schlagen und die Pfeile aus deiner rechten Hand. Auf den Bergen Israels sollst du fallen, du mit deinem ganzen Heer und mit den Völkern, die bei dir sind. Ich will dich den Raubvögeln, allem, was fliegt und den Tieren auf dem Felde zum Fraß geben. Also eine vernichtende Niederlage von Gog und seinen Heerscharen. Auch Vers 8 sagt es noch. Siehe, es kommt und geschieht, spricht Gott der Herr, das ist der Tag, von dem ich geredet habe, dieser Gerichtstag. Es ist ein Tag des Herrn. Gott bereitet Gog eine vernichtende Niederlage an jedem Tag. Dann gibt es zwei sehr spezielle Details, die gegeben werden, die man so vergleichbar, gibt es keine Parallelstellen in der Bibel, die hier einzig und allein hier stehen. Und zwar einmal die Aussage, dass mit dem erbeuteten Kriegsmaterial Israel 7 Jahre lang heizen kann. Also haben sie praktisch die sie plündern wollen, plündern sie jetzt praktisch, ja, und heizen damit. Es dauert 7 Jahre oder 7 Jahre Zeit zu heizen. Und eine andere Sache wird geschrieben, wo sie 7 Monate brauchen werden, um die gefallenen Heerscharen Gogs im Tal Abarim östlich vom Toten Meer zu beerdigen, zu bestatten, um das Land zu reinigen. Das wird in Kapitel 39, 11 bis 16 ausgeführt. Also diese zwei Besonderheiten, als nach der Niederlage Gogs 7 Jahre lang können sie mit erbeuteten Kriegsbeute heizen, also Öl, was weiß ich, alles, was sie da haben werden. Und 7 Monate dauert es, um all die Leichname, die da gefallen sind in diesem Konflikt, dann zu beerdigen, damit das Land wieder gereinigt wird. Denn wenn einfach Tote rumliegen, ist das Land verunreinigt und sie müssen bestattet werden. Und da ist so viel Bestattungsplatz erforderlich, dass man ein ganzes Tal dafür nimmt. Östlich vom Toten Meer wird also konkret auch angezeigt. Das ist sehr konkret hier gehalten, um das Land zu reinigen. Und die Vernichtung Gogs wird dann auch noch als ein Schlachtfest für aasfressende Vögel und Tiere bezeichnet. Hesekiel 39, 17 bis 20. Und das erinnert ganz stark an das Schlachtfest in Zusammenhang mit der Schlacht in Offenbarung 19. Also das sind doch sehr solide Textangaben, wenn ich mal sage. Trotzdem ist die Auslegung sehr umstritten, wie wir jetzt sehen werden. Wie wird Gog identifiziert? Gibt es eine Fülle von Auslegungen und völlig widersprüchliche Auslegungen hier. Aber ich denke, man kann dann doch zu einem gewissen Ergebnis kommen und sagen, also das ist das Wahrscheinlichste und wenn es das nicht ist, ist es vielleicht das. Josephus hatte vorgeschlagen oder hat diesen Text auf die Skythen, auf den Skytheneinfall gedeutet. Das wäre also in vorchristlicher Zeit erfüllt worden.
aber da folgt ihm niemand, also kein Ausleger, den ich eingesehen habe, identifiziert diese Schlacht gegen Gog mit irgendetwas, was in der Geschichte jemals gewesen ist. Ja, das passt auch nicht von den Angaben, die wir gesehen haben. Also die Skythen sicherlich nicht. Viele Dispensationalisten, zu denen ich mich persönlich nicht zähle, zumindest nur teilweise, ich hänge mir dem historischen Prämillennialismus an und habe viele kritische Einwände gegen manche Aspekte des Dispensationalismus. Aber im Dispensationalismus ist das die gängige Auslegung, und das kannst du überall lesen und hören, ohne Zweifel, das ist Russland mit gemeint. Also ist die Vorstellung, Russland und seine Heerscharen werden Israel überfallen und auf den Bergen Israels vernichtet werden. Als Strafe Gottes, und dann wird Israel Frieden haben. Tanner, ein hervorragender Exeget, der wahrscheinlich den besten Daniel-Kommentar geschrieben hat, ever, 2020 ist der Daniel-Kommentar von ihm rausgekommen. Er hat einen Aufsatz geschrieben, wo er argumentiert, es ist keinesfalls Russland. Also voll gegen diese dispensationalistische Auffassung. Keinesfalls Russland. Und er begründet das ausführlich. Und Tanner ist extrem tiefschürfend und belesen, unglaublich belesen und fundiert. Also wenn Tanner sagt, keinesfalls Russland, dann muss man sagen, also ohne Zweifel Russland, das kann man auf keinen Fall sagen, ohne Zweifel Russland. Da gibt es ganz große Zweifel, ob das Russland ist. Ja, ich persönlich glaube auch nicht, dass es Russland ist. Also keinesfalls Russland, sagt Tanner. Andere denken an eine arabisch-muslimische Allianz unter Führung der Türkei, dass dieser Konflikt eher die Muslime gegen die Israelis sind. Ja, und dann Türkei als Führungsmacht sich aufmaßt, weil Türkei auch ganz im Norden von Israel liegt. Ja, denken an sowas. Andere denken an den eschatologischen Angriff des Antichristen, dass es praktisch die Endschlacht ist, wo es am Ende der Zeit, wenn der Antichrist seine Heere aufbietet, dass Gog, heißt ja nur Führer, praktisch Gog ist ein Bild oder bezeichnet den Antichristen und seine Heere. Und dieser eschatologische Angriff des Antichristen finden wir in Offenbarung 16, teilweise 17 und auch in 19. Weil in Offenbarung 20 nochmal von den Heerscharen Gogs und Magogs geredet wird, die ja nach dem tausendjährigen Reich gegen Jerusalem ziehen und dann durch Feuer vom Himmel einfach vernichtet werden, haben manche Ausleger das mit dem Angriff Satans am Ende des tausendjährigen Reichs identifiziert, wo der Satan, nachdem er aus dem Gefängnis freigelassen wird, nochmal alle Völker der Welt mobilisiert gegen Christus und gegen Gott und gegen Jerusalem. Und dann wird diesem Spuk durch Feuer vom Himmel ein Ende bereitet. Aber abgesehen von der Bezeichnung Gog Magog, was dort vorkommt, spricht überhaupt nichts dafür, dass das die gleiche Sache wäre. Das ist so verschieden in allen Punkten, das ist unmöglich die gleiche Sache. Von daher schließe ich mich da voll an, keinesfalls der Angriff Satans am Ende des tausendjährigen Reiches. Ja. Als Fazit bleibt übrig, ich habe früher tatsächlich auch diese Russland-Variante gedacht und habe anderen Leuten erzählt, Russland wird Israel überfallen und so weiter. Ist natürlich nicht eingetreten bis jetzt. Aber ich glaube nicht an diese Russland-Variante. Ja. Vielleicht ja, also völlig ausgeschlossen ist es vielleicht nicht, aber ich denke, dass dieser Angriff, der da beschrieben wird, mit den Textbesonderheiten, die wir haben, meines Erachtens am allerbesten auf den eschatologischen Angriff des Antichristen passt, vor allem wenn man bedenkt, was die Ergebnisse sind. Ja, es macht meines Erachtens wenig Sinn, diese Ergebnisse, die Völker erkennen Gott, Gott offenbart sich Israel, die Völker verstehen jetzt die Geschichte Israels, der Geist wird auf Israel ausgegossen und dass danach erst das antichristliche Szenario läuft, das gibt für mich keinen Sinn. Also von daher denke ich, ist der Angriff, der Schlussangriff des Antichristen, der dann vernichtend niedergeworfen wird von Gott und dann kommt es zum totalen Wende, ja, zur Wende für Israel, zur Wende für die Völker. Also ich halte diese Niederschlagung des Feindes aus dem Norden, der klar bezeugt ist, Hesekiel 38, 39, mit enormen Auswirkungen, dieses endzeitliches Geschehen betrachte ich persönlich als den eschatologischen Angriff des Antichristen, scheint meines Erachtens am allerbesten zu passen. Andere halten es
meinen, es kommt ein Angriff Russlands auf Israel. Müssen wir abwarten, können wir ganz relaxed sein, wir werden es sehen. Die zeitliche Einordnung des Angriffs noch nebenbei ist auch nicht so einfach, selbst wenn ich mich auf eine Auslegung festlege. Also wenn sie Skythen wären, dann wäre es vorchristlich, aber das ist eine offensichtlich falsche Auslegung. Aber diejenigen, die es auf Russland auslegen, sind sich überhaupt nicht einig, wo das zeitlich anzusetzen ist. Vor der Trübsalzeit, in der Mitte der Trübsalzeit oder am Ende der Trübsalzeit oder nach der Trübsalzeit, aber vor Beginn des tausendjährigen Reiches, da wird so eine Zwischenzeit noch rekonstruiert, und am Ende des tausendjährigen Reiches. Selbst das wird noch in Erwägung gezogen. Also man kann das alles nachlesen bei Fruchtenbaum in seinem Lexikon der Endzeit, wo er die ganzen Argumente für und wider bringt für diese Positionen. Die traditionelle oder meist häufigste Position im Dispensationalismus ist, dass Russland vor der Trübsalzeit diesen Angriff macht und vernichtend geschlagen wird. Aber ich glaube nicht, dass das stimmt. Andere, die eine arabisch-muslimische Allianz unter der Führung der Türkei annehmen, würden es auch entweder vor der Trübsalzeit, in der Mitte der Trübsalzeit oder am Ende der Trübsalzeit ansetzen, je nachdem, ob sie diese arabisch-muslimische Allianz als den Antichristen betrachten oder nicht. Ja. Wenn es ein eschatologischer Angriff des Antichristen ist, was ich persönlich glaube, dass der Text am meisten dafür spricht, dann ist klar, dass das am Ende der Trübsalzeit anzusiedeln ist. Wenn es der letzte Angriff Satans wäre, dann wäre es am Ende des tausendjährigen Reiches, aber das ist völlig abwegig, weil da gibt es nichts, was die Texte in Offenbarung 20 mit Hesekiel 38, 39 verbindet, außer nur von den Namen. Also das war der erste Meilenstein in der Zukunft. Wo der dann chronologisch genau trifft, hängt davon ab, wie ich das auslege. Manche erwarten das als den nächsten Schritt. Dass das nächste, was kommt, ist, dass Russland hier Israel überfällt. Deswegen habe ich es jetzt hier auch gebracht als erstes. Wenn es nicht Russland ist, wofür meines Erachtens der Text deutlich spricht, dass es mehr mit Antichristen zur Verbindung gebracht werden muss, dann ist es natürlich auch chronologisch weiter nach hinten zu rücken. Wir bringen die einzelnen Bausteine dann am Ende in eine gewisse Chronologie. Das Zweite, was wir sehen werden, aufgrund der Prophetie, ist der Wiederaufbau des Tempels in Jerusalem. Das ist umstritten natürlich aufgrund unterschiedlicher Interpretationen der Texte. Wenn man wörtlich versteht, dann ist es klar, dann wird der Tempel wieder aufgebaut wird. Wenn man 2. Thessalonicher 2, dass der Antichrist sich in den Tempel Gottes setzt, sich als Gott ausgibt, wenn man das symbolisch versteht, ja, dann brauchen wir vielleicht keinen physischen Tempel. Diejenigen, die das Gräuel der Verwüstung, von dem Jesus spricht, Matthäus 24, 15, zeitgeschichtlich auslegen und auch die Offenbarung 11, wo der Tempel gemessen wird, wenn die das zeitgeschichtlich auslegen auf das erste Jahrhundert nach Christus und das bringt es dann mit der Zerstörung Jerusalems in Verbindung. Das wäre dann zeitgeschichtlich. Aber ich halte das nicht für angemessen, sondern die endzeitliche Auslegung ist hier die richtige. Also wir sollten die Texte wörtlich verstehen und dann sehen wir, dass das in der Endzeit passieren wird. Ja. Umstritten ist aber im Einzelnen, also ob es passieren wird oder eben nicht. Ich glaube, es wird passieren. Umstritten ist auch, wo genau der Tempel auf dem Tempelberg zu stehen kommt. Gibt es 4 theoretische Positionen. Ob anstelle des Felsendoms oder in der Nähe des Felsendoms. Und auch, wann es geschehen wird. Die genaue Chronologie ist auch mir nicht völlig klar. Man muss sich da wahrscheinlich überraschen lassen. Möglich ist, dass der Tempel gebaut wird vor dem Bundesschluss des Antichristen mit Israel. Da kommen wir noch hin auf diesen Meilenstein. Oder im Kontext des Bundesschlusses des Antichristen mit Israel. Also im Zuge dessen, dass da ein Bund geschlossen wird, wird dann auch der Tempel gebaut. Oder erst nach der Ankunft des Messias. Dass das, was viele Juden denken, der Tempel wird erst gebaut, wenn der Messias wiederkommt. Praktisch als Tempel für das tausendjährige Reich. Auch die Frage, wer den Tempel bauen wird, ist umstritten. Wird es Israel machen aus eigenem Antrieb, weil sich die Position dieser Tempelbewegung durchsetzen wird und sie werden wirklich in Angriff nehmen, den Tempel zu bauen? Das ist möglich. Andere meinen, der Messias wird den Tempel erst bauen, wenn er kommt. Oder, und das war jetzt interessant für mich in der Vorbereitung zu sehen, die alte Kirche oder bestimmte Vertreter der alten Kirche, Hippolyt zum Beispiel, auch Irenäus, die sind der Meinung, dass der Antichrist den Tempel bauen wird. Das ist ein sehr interessanter Gedanke.
und dass im Zuge des Tempelbaus durch den Antichristen dann der Bundesschluss des Antichristen mit Israel auch erfolgt. Also das ist etwas, wo ich auch weiter drüber nachdenken möchte. Zum ganzen Thema Tempelbau empfehle ich dann das Video, das fünfte Video, kommt der dritte Tempel. Der dritte Meilenstein in der Zukunft ist, dass dieses widerstehende Römische Reich politisch gesehen in eine Form übergeht, die ein Zehnergremium beinhaltet. Es ist interessant, dass Hippolyt sagte, wenn das Römische Reich in 10 Demokratien übergehen wird, er sagt wirklich Demokratien, und Demokratien ist für ihn nichts Positives, sondern es ist etwas, was grundsätzlich eben gegen den Willen Gottes geht, aber das ist ein anderes Thema. Aber interessant, die Erwartung in der alten Kirche bereits, dass hier das Römische Reich, allerdings hat man damals noch gedacht, nahtlos, also vom Kaiserreich irgendwann mal in 10 Demokratien übergehen wird oder in eine 10er Herrschaftsform. Und wo kommt das her? Wo nimmt man das aus der Bibel? Ist ganz einfach, in Daniel 2, dieser Vision von der Statue, da haben wir Zehen aus Eisen und Ton, in Vers 41 und 42 genannt. In Daniel 7 haben wir an 3 Stellen 10 Hörner, und teilweise wird dann auch gesagt, die 10 Hörner sind 10 Könige. König steht für eine Einzelperson bzw. ein Königreich. In Offenbarung 12, Vers 3 wird die Schlange beschrieben, der Satan, und er wird genau baugleich beschrieben wie die Summe der Weltmächte. Das ist auch total interessant, dass die Beschreibung Satans, des Drachen in Offenbarung 12, praktisch identisch ist mit der Beschreibung des Tieres, also des antichristlichen Reiches. Und das ist auch naheliegend, weil das antichristliche Reich ist ein Baby Satans, ja, so wie wir die göttliche Dreieinigkeit haben, Vater, Sohn, Heiliger Geist, haben wir eine antigöttliche Trinität, Satan, Antichrist oder antichristliches Reich dann und falscher Prophet. Also da haben wir auch die 10 Hörner. In Offenbarung 13, wo dieses Tier, also das antichristliche Reich beschrieben wird, haben wir auch die Beschreibung 10 Hörner. Und dann in Offenbarung 17, wo das gleiche Tier wie in Offenbarung 13 beschrieben wird, da haben wir dreimal, wird von 10 Hörnern gesprochen, und es wird aber auch gesagt, die 10 Hörner sind 10 Könige. Also Daniel 7 und Offenbarung 17 haben wir die Definition, 10 Hörner sind 10 Könige. Daniel 2, der Vorgänger von Daniel 7, und Daniel 13, der Vorgänger von Daniel Offenbarung 17, da wird zunächst nur der Fakt genannt, die Zahl 10 oder 10 oder 10 Hörner. Ja. Irenäus hat ein interessantes Zitat, das möchte ich in dem Zusammenhang noch lesen, 107. Weil das ist auch für uns ist relevant. Was sollen wir jetzt machen mit dem Ganzen? Ne? Und die Frage der Endzeit war auch in der alten Kirche schon im 1. und 2. Jahrhundert sehr aktuell. Die haben sich sehr mit der Endzeit befasst und mit der Wiederkunft des Herrn. Das war ganz, ganz nah für die. Da war auch ein Tipp von Irenäus. Und Irenäus ist ein sehr rechtgläubiger Kirchenvater und er war der Schüler von Polycarp. Und Polycarp war der Schüler von Apostel Johannes. Also sind wir sehr nah dran am Apostel Johannes, wenn wir Irenäus sehen. Ja, eben über Johannes, Polycarp, Irenäus. Und Irenäus war dann der Lehrer von Hippolyt, der den ersten Daniel-Kommentar geschrieben hat und der auch das Buch Christus und Antichrist geschrieben hat. Hippolyt, Bischof von Rom, 202. Also da in der Jahrhundertwende, ums 2. Jahrhundert herum. Und Irenäus sagt Folgendes. Also wenn die Christen sich mit dieser Endzeitfragen beschäftigen und auch mit der Zahl 666 und so weiter, sagt er, wissen Sie aber die von der Schrift angegebene zuverlässige Zahl, das heißt 666, also wenn du weißt, diese Zahl ist wichtig, die ist noch relevant, da kommen wir dann auch noch hin bei diesem Meilenstein, die Zahl 666, dann mögen Sie zunächst die Teilung des Reiches unter die 10 Könige abwarten. Also Irenäus empfiehlt seinen Zeitgenossen, und das sogar noch vor Hippolyt, das ist also im 2. Jahrhundert, der Tempel ist zerstört, das Römische Reich ist intakt. Und er sagt, ihr Christen, was ihr machen müsst, ist eigentlich nichts anderes, ihr müsst eigentlich nur warten, bis das Römische Reich jetzt in 10 Teile zerfällt. Also eine Regierungsform hat von 10 Teilen.
Dass das Römische Reich zwischenzeitlich untergeht und dann wieder auftaucht, das war denen natürlich nicht geläufig. An sowas hatten sie nicht gedacht, das hatten sie nicht auf dem Schirm. Aber sie hatten voll auf dem Schirm, dass das Römische Reich in eine Regierungsform ausläuft mit 10 Königen. Ja. Und das ist bisher nicht geschehen. Wenn dann diese regieren und anfangen, ihre Sachen auszuführen und ihr Reich zu mehren, und als dann unvermutet der kommt, der die Herrschaft an sich reißt, also der Antichrist, und die vorgenannten, die 10 Könige, in Schrecken setzt und den Namen mit der genannten Zahl führt, dann mögen sie diesen in Wahrheit als den Gräuel der Verwüstung erkennen. Ja. Also in der alten Kirche ist das Antichrist, wird als Gräuel der Verwüstung betrachtet. Er ist der Gräuel der Verwüstung, wenn er dann auch sein Bild in den Tempel setzt. Ja. Also praktisch abwarten, Tee trinken, so schnell kommt Christus nicht, weil es muss ja erst der Gesetzlose, der Antichrist erst kommen, und der Antichrist kommt nicht, bevor nicht das Römische Reich in eine Herrschaftsform von 10 Königen übergeht. Weil aus dieser Herrschaftsform daraus dann er sich dann dazwischen drängt und hochkommt. Das ist die Denke hier. Ja. Also der Übergang der Regierung des Römischen Reiches in ein Zehnergremium, das ist im Moment nicht zu sehen. Wir haben 27 EU-Staaten. Diese Mittelmeerunion sind 43 Staaten. Das ist natürlich mit Einstimmigkeitsprinzip unregierbar. Also man könnte sich vorstellen, dass in irgendeiner Zukunft, wenn es da noch mehr integriert wird, immer mehr integriert wird, dass man, wenn man politisch handlungsfähig sein will, dass man vielleicht diese 43 Staaten, also die immer dann dabei sind, irgendwie in 10 Bereiche untergliedert und über jeden dieser Bereiche einen Herrscher setzt. Dann hätten wir diese 10 Herrscher. Und dann sind wir ganz nah dran am Auftreten des Antichristen. Ein vierter Meilenstein der Zukunft. Der Antichrist wird einen Bund schließen mit Israel. Er ist das kleine Horn von Daniel 7. Er wird als der kommende Fürst bezeichnet, Daniel 9. Er ist dieser widerspenstige und sich selbst überhöhende König in Daniel 11, Vers 36 bis 39. Und er ist der, der in seinem eigenen Namen kommt. Ich möchte diese Stellen doch lesen, weil es einfach entscheidend ist, was die Schrift sagt. Und wir gehen hier praktisch chronologisch vor, wie die Stellen also in der Schrift praktisch nach und nach auftauchen und quasi immer mehr Licht werfen auf den Antichristen. Also Daniel 7, was wird da geschrieben? Daniel 7, Vers 8. Als ich aber auf die Hörner Acht gab, siehe, da brach ein anderes kleines Horn zwischen ihnen hervor, vor dem 3 der vorigen Hörner ausgerissen wurden. Also wir haben diese 10 Hörner, dieses Zehnergremium, 3 werden dann ausgerissen. Und siehe, das Horn, dieses kleine Horn, hatte Augen wie Menschenaugen und ein Maul, das redet große Dinge oder lästerliche Dinge, könnte man auch übersetzen. In Vers 20 wird es weiter vertieft. Und über die 10 Hörner auf seinem Haupt und über das andere Horn, das hervorbrach, vor dem 3 ausfielen, und es hatte Augen und ein Maul, das große Dinge redete, und war größer als die Hörner, die neben ihm waren. Die Zusatzinformation Vers 20 ist, dass dieses kleine Horn dann größer war als die 10. Und dann noch in Vers 24. Und die 10 Hörner bedeuten 10 Könige, die aus diesem Königreich, nämlich dem Römischen Reich, hervorgehen werden. Nach ihnen aber, wenn die etabliert sind, nach ihnen aber wird ein anderer aufkommen, der wird ganz anders sein als die vorigen und wird 3 Könige stürzen. Wird ganz anders sein, er wird wirklich ein Baby Satan sein, hochokkult und mit Wunderfähigkeiten auch ausgestattet und so weiter. Er ist kein Otto Normalverbraucher, dieser Antichrist. Er wird anders sein als die anderen 10 Könige. So haben wir immer wieder eine Zusatzinformation, je weiter wir lesen. In Kapitel 9, Vers 27 wird dann als weitere Information gesagt, und er, das ist der kommende Fürst, also grammatisch gesehen ist er, muss ich an das maskulin Singular des davorgehenden Satzes andocken, und das ist die normale grammatische Konstruktion. Und von daher ist von dem kommenden Fürsten die Rede. Er wird aber vielen den Bund schwer machen oder stärken. Die Übersetzung ist hier schwierig. Eine Woche lang.
Also es gibt einen Bundesschluss von diesem, der in Vers 26 als der kommende Fürst bezeichnet wird. Das Volk eines Fürsten wird kommen, um die Stadt und das Heiligtum zerstören. Oder das Volk eines kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Also, aber dieser Fürst, der hier genannt wird, das Volk eines Fürsten wird kommen. 70 nach Christus ist das römische Volk gekommen, hat die Stadt Jerusalem und den Tempel zerstört. Und in der Endzeit wird dieser Fürst, der kommt, der Antichrist, dann wird der einen Bund schließen mit Israel. Ja. Der kommende Fürst. Dann der König in Offenbarung in Daniel 11, Vers 36, haben wir dann die Beschreibung des Antichristen. Bis Vers 35 geht es über Antiochus Epiphanes. Ab Vers 36 ist ein Bruch. Wood in seinem Kommentar gibt etwa 12 Argumente, warum in Vers 36 ein Bruch ist und jetzt von einer anderen Person gesprochen wird, nicht mehr von Antiochus Epiphanes. Und die Beschreibung des Antichristen ist hier in Vers 36 bis 39, der König wird tun, was er will, also eigenmächtig sein, er wird tun, was er will, und wird sich überheben und groß tun gegen alles, was Gott ist. Also seine Speerspitze ist gegen Gott, alles, was Gott ist. Und gegen den Gott aller Götter, das ist der Gott der Bibel, wird er Ungeheuerliches reden und es wird ihm gelingen, bis sich der Zorn ausgewirkt hat, denn es muss geschehen, was beschlossen ist. Also Gott hat ein Szenario beschlossen und das muss einfach ablaufen. Auch die Götter seiner Väter wird er nicht achten. Man kann auch übersetzen, den Gott seiner Väter wird er nicht achten. Kommen wir noch drauf. Auch die Götter oder den Gott seiner Väter wird er nicht achten, also wird mit der Tradition brechen. Er wird weder den Lieblingsgott der Frau noch einen anderen Gott achten, denn er wird sich über alles erheben. Diese Selbsterhebung ist das Kennzeichen des Antichristen. Dagegen wird er den Gott der Festungen ehren. Möglicherweise ein Hinweis auf Militarismus. Festungen, also die Ehre im Militarismus stecken. Wird den Gott der Festung ehren. Den Gott, von dem seine Väter nichts gewusst haben, wird er ehren mit Gold, Silber, Edelsteinen und Kostbarkeiten. Und er wird die starken Festungen dem fremden Gott unterstellen. Denen, die ihn erwählen, wird er große Ehre antun und sie zu Herren machen über viele und ihnen Land zum Lohn austeilen. Ja, das ist ein sehr komplexer und schwieriger Text, ist klar. Ich möchte es nur erwähnt haben, dieser eigenwillige König, der sich selbst über alles erhebt und kein Gott neben sich duldet, ja, der sich zum Alleinmaßstab macht. In Johannes 5, Vers 43 spricht Jesus vom Antichristen als den, der in seinem eigenen Namen kommt. Also er kommt im Namen des Vaters, der ihn gesandt hat, ihn verwerfen sie. Aber der in seinem eigenen Namen kommt, der zukünftige Antichrist, den werden sie mit offenen Armen aufnehmen. Das sagt Jesus in Johannes 5. Und dieser Antichrist wird im Neuen Testament am deutlichsten beschrieben in dem berühmten Text von Paulus in 2. Thessalonicher 2, Vers 3, folgende. Da haben wir eine Beschreibung seines Wirkens. Wir blättern hier. 2. Thessalonicher 2, ab Vers 3. Lasst euch von niemandem verführen in keiner Weise. Also ob der Tag des Herrn schon da sei, ja, oder ob Christus schon gekommen sei. Ja. Lasst euch von niemandem verführen in keiner Weise, denn zuvor, also bevor der Tag des Herrn erscheint, dieser berühmte Tag des Herrn, der dann alles ändert, das Kommen Gottes, bevor dieser Tag des Herrn kommt, wo manche meinen, der ist schon gegenwärtig. Nein, denn zuvor muss der Abfall kommen. Abfall, das heißt, die Gläubigen müssen massenweise, die Christen müssen massenweise vom Wort Gottes, vom Glauben abfallen. Der Abfall muss kommen. Und der Mensch der Bosheit muss offenbar werden. Das geht Hand in Hand. Abfall unter der Christenheit und Auftreten des Antichristen geht Hand in Hand. Zuvor muss der Abfall kommen und der Mensch der Bosheit offenbar werden. Manche meinen auch, dass das Auftreten des Antichristen der Abfall ist. Wie auch immer. Der Sohn des Verderbens. Er ist der Widersacher, der sich erhebt über alles, was Gott oder Gottesdienst heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt und vorgibt, er sei Gott. Also er macht sich selbst zu Gott. Ja. Bis hier erstmal. Der in seinem eigenen Namen kommt, der Mensch der Gesetzlosigkeit, ja, vielleicht Vers 7 noch. Denn es regt sich schon das Geheimnis der Bosheit, nur muss der es jetzt noch auffällt, weggetan werden. Und dann wird der Böse offenbart werden, der Antichrist.
Ihn wird der Herr Jesus umbringen mit dem Hauch seines Mundes und wird ihm ein Ende machen und durch seine Erscheinung, wenn er kommt. Also der wird erst erledigt, wenn Jesus wiederkommt. Der Böse aber wird in der Macht des Satans auftreten und mit großer Kraft und lügenhaften Zeichen und Wundern. Er ist anders als die anderen Könige, die anderen 10. Denn er wird in der Macht Satans auftreten mit Zeichen und Wundern und großer Autorität, großer Kraft. Der, der in seinem eigenen Namen kommt. Er ist der Mensch der Gesetzlosigkeit und er ist das Maul, das Sprachrohr des Tieres, des antichristlichen Reiches, weil er an der Spitze steht, Offenbarung 13, Vers 5, diesem Tier, diesem letzten Weltreich, was eines von den 7 ist, nämlich das römische, diesem Tier wird eine Stimme gegeben, ein Maul gegeben und dieses Maul ist der Antichrist. Er ist an der Spitze, Offenbarung 13, Vers 5 haben wir. Und es wurde ihm ein Maul gegeben, also diesem Tier. Sie beten das Tier an. Ne? Wer ist dem Tier gleich? Wer kann mit ihm kämpfen? Gegen dieses Reich kann niemand angehen. Und es wurde ihm ein Maul gegeben, zu reden, große Dinge und Lästerung. Und ihm wurde Macht gegeben, es zu tun, 42 Monate lang. Das ist die Dauer seines Wirkens, diese 42 Monate, 3,5 Jahre. Und er ist das Tier in Offenbarung 17, der Antichrist, der gekrönt wird, praktisch an die Macht gehievt wird von diesem Zehnergremium. Das lesen wir in Kapitel 17, Vers 11 und 12. Und das Tier, das gewesen ist und jetzt nicht ist, das ist der Achte und ist einer von den 7 und fährt in die Verdammnis, also dieses Reich. Und die 10 Hörner, die du gesehen hast, das sind 10 Könige, die ihr Reich noch nicht empfangen haben. Zur Zeit von Johannes ist das noch nicht der Fall. Die haben ihr Reich noch nicht empfangen. Aber wie Könige, das heißt nicht, dass sie Könige sind, aber wie Könige, das können ja auch Ministerpräsidenten sein oder ja, also Repräsentanten von Reichen. Also sie werden wie Könige Macht für eine Stunde Macht empfangen zusammen mit dem Tier. Also für eine Stunde heißt nicht für 60 Minuten, sondern für diese Zeit, wo das Tier herrscht, werden sie zusammen mit dem Tier diese Macht haben. Also das Tier wird diese 10 Könige, dieses Zehnergremium anführen und er wird praktisch der Primus inter pares sein. Er wird der Anführer sein, weil sie ihre Macht diesem Tier delegieren werden, also diesen Antichristen dann. Das heißt, diese sind eines Sinnes, also diese 10 Könige sind eines Sinnes und geben ihre Kraft und Macht dem Tier, dem Antichristen. Also das Auftreten des Antichristen ist noch Zukunftsmusik, aber wenn er auftritt, wird man das schon merken. Das ist also nicht so im Verborgenen, das ist dann öffentlich und deutlich bekannt. Auch an der Zahl seines Namens kann man es ja dann auch merken. Und dieser Antichrist ist wohl auch ein Jude. Da sind 2 Bibelstellen relevant. Man sagt, er muss ein Jude sein, weil die Juden würden nie einen als Messias akzeptieren, der nicht Jude ist. Natürlich muss der Messias ein Jude sein. Und Jesus haben sie abgelehnt, ja, aber der in seinem eigenen Namen kommt, den werden sie annehmen. Da sie Juden nur einen Juden als Messias akzeptieren würden, muss zwingend der Antichrist Jude sein. Und das glaube ich auch, dass das stimmt. In Daniel 11 heißt es, dass er den Gott seiner Väter nicht achtet. Elohim der Väter. Elohim ist natürlich ein Pluralwort, kann Gott meinen oder auch Götter. Das ist immer vom Kontext abhängig. Wenn es Gott der Väter meint, dass er den Gott der Väter nicht achtet, Gott der Väter wäre schon Hinweis auf den Gott Israels, auf Jahwe. Ja. Also haben wir 2 Stellen. Die erste ist durchschlagend, Johannes 5. Sie werden nur einen aus ihren eigenen Reihen, der einen Juden anerkennt als Messias. Und wenn er den Gott der Väter nicht mehr achtet, also den traditionellen Judengott, den Jahwe, nicht achtet, dann ist es hier singular, den Gott der Juden, den Gott der Väter nicht achtet. Also er ist Jude. Nach Überlegung ist er auch aus dem Stamme Dan. Da gibt es 6 Bibelstellen, die hier eine Rolle spielen, die miteinander kombiniert werden, die in der alten Kirche Allgemeinwissen waren, dass der Antichrist, der Jude sein muss, dass aus dem Stamm Dan kommt. Denn der Stamm Dan ist ein Stamm, der als im Gegensatz zum Stamm Juda, aus dem der Messias kommt, dargestellt wird. Und es gibt einige Texte, die sehr negativ oder problematisch vom Stamm Dan sprechen. Und deswegen rechnet man hier damit, dass der Antichrist aus dem Stamm Dan kommt. Die Stellen lese ich jetzt nicht.
würde im Prinzip auch nicht groß was machen, wenn er aus einem anderen Stamm käme. Aber möglicherweise tun diese Stellen doch hinreichend begründen, warum er, der Antichrist, aus dem Stamm Dan kommt. Aus Zeitgründen lese ich also aber die Stellen nicht. Der Stamm Dan ist inzwischen offiziell registriert in Israel, nämlich die äthiopischen Juden, die Falaschen, die in der Sammlung Israels nach Israel zurückgeführt wurden, etwa 120.000, die sind offiziell vom jüdischen Rabbinat als der verlorene Stamm Dan identifiziert. Und also das ist dann eine interessante Perspektive, dass er vielleicht aus diesem Hintergrund kommt, von den Falaschen, diesen äthiopischen Juden. Also wenn der Antichrist offenbar wird, sollten wir einen Juden erwarten, der wahrscheinlich aus dem Stamm Dan kommt. In meinem Video über Bible Study zum 2. Thessalonicher Brief habe ich einen längeren Exkurs gemacht zum Thema Antichrist. Das Titel heißt vom Video Erst kommt der Antichrist und habe mehr Hintergründe, historische Hintergründe zum ganzen Komplex Antichrist dort dargestellt. Wer möchte, kann sich das mal noch anschauen. Das Auftreten des Antichristen und sein Bundesschluss mit Israel ist ein weiterer Meilenstein, der der Zukunft liegt. So, vielleicht soll ich jetzt Schluss machen. Das könnte ich noch machen. Das geht schnell. Und damit mache ich dann da Schluss. Der nächste Punkt nach dem Auftreten des Antichristen und diesem Bundesschluss mit Israel ist eigentlich das nächste, was kommt. Das ist dann 3,5 Jahre später, nämlich eine Zäsur. Eine Zäsur durch den Bruch des Bundes. Er hat einen Bund geschlossen mit den vielen, also mit dem Haus Israel für eine Jahrwoche, also 7 Jahre. Aber in der Mitte der Woche passiert was. In der Mitte der Woche, und hier sagt Daniel 9, Vers 27, Abschaffung der Schlacht- und Speisopfer in der Wochenmitte und damit verbunden Aufstellung des Gräuels der Verwüstung. Das ist hier, bezieht sich nicht auf Antiochus Epiphanes, sondern das ist im Kontext, endzeitlichen Kontext die Rede. Nach der Zerstörung Jerusalems und des Tempels durch die Römer kommt es zu diesem Bundesschluss und im Rahmen des Bundesschlusses zur Abschaffung der Schlachtopfer, also in der Mitte der 7 Jahre dann zur Abschaffung der Schlacht- und Speisopfer und auch zur Aufstellung des Gräuels der Verwüstung. Und das wird wiederholt in Daniel 12, Vers 11, genau beide Bestandteile, die Abschaffung des Beständigen, das ist das Morgen- und Abendopfer, das Tamidopfer, aber auch andere Opfer gelten als beständige, regelmäßige Opfer. Und die Aufstellung des Gräuels der Verwüstung. Und dann ist interessant, wieder eine Zusatzinformation. Das ist typisch für die Heilige Schrift. Du hast eine Information, dann kriegst du eine Parallelstelle und findest dort eine etwas weitergehende Zusatzinformation. Und deswegen müssen wir Schrift mit Schrift vergleichen. Und wenn wir alle richtigen Schriftstellen zusammensetzen, ergibt sich ein klares Bild. Und hier diese Zusatzinformation, dass der Gräuel der Verwüstung aufgestellt wird für 1290 Tage. Und das ist ein Monat länger als 3,5 Jahre. Also ein Monat mit 30 Tagen gerechnet, 3,5 Jahre sind 42 Monate, sind 1260 Tage. Dieses Endzeitmaß findet sich auch verschiedentlich in der Schrift, aber hier findet sich 1290 Tage. Also irgendwie noch einen Monat länger. Ist aber extrem schwer zu erklären. Man kann es nicht genau sagen, warum das ein Monat länger ist. Es gibt 4, 5 Vorschläge dafür. Ich möchte mich jetzt nicht auslassen darüber. Aber die zwei Punkte. Diese Zäsur, charakterisiert durch zwei Dinge. Einmal der Opferdienst wird wieder eingestellt, nachdem der Tempel aufgebaut worden ist, Opferdienst wieder eingeführt worden ist, werden die Opfer plötzlich nach 3,5 Jahren unterbrochen und gleichzeitig wird dann ein Gräuel der Verwüstung aufgestellt im Tempel. Wie damals, ist praktisch eine Art Wiederholung des Schauspiels, was wir unter Antiochus Epiphanes hatten im 2. Jahrhundert vor Christus, der dann auch einen Zeus-Altar aufgerichtet hat im Tempel und Schweinschlachten ließ und so einen praktisch Götzendienst im Tempel betrieben hat, ganz offiziell. Und das wiederholt sich dann unter dem Antichristen. Und dieser Gräuel der Verwüstung wird identifiziert mit dem Antichristen, der sich in den Tempel setzt und sich als Gott ausgibt. Das hat die alte Kirche auch ganz klar gesehen, dass der Gräuel der Verwüstung der Antichrist ist, der sich in den Tempel Gottes setzt. Das sind die Stellen in 2. Thessalonicher 2 und Daniel 9, Daniel 12 und Matthäus 14 das Gleiche beschreiben. Matthäus 14 spricht Jesus in seiner berühmten Endzeitrede auch von einer Zäsur.
Er spricht viele Zeichen, die praktisch seinem Kommen vorausgehen. Aber dann gibt es eine ganz wichtige Zäsur. Und dann wird es wirklich ernst. Er sagt, 24 Vers 15. Also vorher heißt er noch, und es wird geprägt werden, das Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Also weltweite Evangeliumspredigt, da sind wir sehr nah dabei, dass das tatsächlich existiert. Heute, ja, 2024, dass wir weltweite Evangeliumspredigt haben. Ja, und heißt es, dann wird das Ende kommen. Also wenn weltweit das Evangelium geprägt wird und es zu allen Nationen, Völkern, Stämmen, Sprachen hingebracht wird als Zeugnis, dann wird das Ende kommen. Und das Ende wird jetzt praktisch mit Vers 15 eingeleitet. Wenn ihr nun sehen werdet, das Gräuelbild der Verwüstung stehen an der heiligen Stätte, wovon gesagt ist durch den Propheten Daniel. Daniel 9, 27, Daniel 12, 11. Wenn ihr das sehen werdet, wenn ihr das erlebt, was in Jerusalem im Tempel steht, wo ein Gräuelbild der Verwüstung aufgerichtet wird. Alsdann fliehe auf die Berge, wer in Judäa ist. Wer auf dem Dach ist, der steige nicht hinunter, etwas aus seinem Haus zu holen. Und wer auf dem Feld ist, der kehre nicht zurück, seinen Mantel zu. Und dann ist überhaupt keine Zeit mehr für irgendwas noch, nur noch abhauen, Flucht, Leben retten. Ja, das geht dann ganz ratzfatz. Dann fängt nicht sofort massiv Verfolgung an. Sagt, weh aber den Schwangeren des Stillen zu jeder Zeit, bittet aber, dass eure Flucht nicht geschehe im Winter oder am Sabbat. Denn es wird dann, wenn dieses Gräuelbild aufgestellt worden ist, dann wird eine Zeit sein, dann wird eine große Bedrängnis sein, wie sie nicht gewesen ist von Anfang der Welt bis jetzt und auch nicht wieder werden wird. Also eine schreckliche Zeit, die alles in Schatten stellt, was bisher in der Welt gewesen ist. Und wird auch danach nichts mehr Schlimmeres kommen. Und wenn diese Tage nicht verkürzt würden, würde kein Mensch selig werden. Könnte überhaupt niemand errettet werden. Aber um der Auserwählten willen, die noch da auf Erden sind, werden diese Tage verkürzt. Ja. Also das ist die große Trübsalzeit, die dann beginnt. Das ist die Zäsur. Also mit der Abschaffung der Schlachtopfer und der Aufstellung des Kreuzes der Verwüstung beginnt die große Trübsalzeit, sagt Jesus, wortwörtlich gleich in Markus 13, Vers 14. Und das ist identisch, und das hat es auch die alte Kirche gesehen, mit dem Moment, wo dann der Antichrist sich in den Tempel setzt, das heißt wahrscheinlich wieder ein Bild von sich oder auch sich persönlich in den Tempel setzen, sich als Gott verehren lassen und dadurch den Tempel verwüsten geistlich, ein Gräuelbild aufstellen, wahrscheinlich ein Bild von ihm selber. Und da habe ich auch einiges dazu gesagt zum Thema Tempel, Wiederherstellung des Tempels. In dem Video kommt der dritte Tempel. So, jetzt sollten wir aufhören. Jetzt haben wir 5 von den 12 Punkten, die in der Zukunft liegen, gesehen. Also, ich sage, was wir gesehen haben und sage, was wir dann das nächste Mal in der Fortsetzung erfolgen. Wir haben gesehen, als Meilenstein in der Zukunft, dass der Feind aus dem Norden besiegt werden wird. Wenn es der Antichrist ist, dann liegt es ganz am Ende. Wir haben gesehen, dass der Tempel wieder aufgebaut werden muss. Das ist noch nicht der Fall. Auch es gibt eine Tempelbauwegen, aber es ist noch nicht der Fall. Dann das römische, widerstandene römische Reich muss in eine Regierungsform übergehen, in irgendeiner Form von einem Zehnergremium. Das ist auch im Moment noch nicht zu sehen. Das wiederkehrende Römische Reich ist schon zu sehen, aber das Zehnergremium ist im Moment nicht zu sehen. Dann das Auftreten des Antichristen und sein Bundesschluss mit Israel. Das ist ein wichtiger Meilenstein. Und dann haben wir die Zäsur durch den Bruch des Bundes mit Israel und damit beginnt auch die große Trübsalzeit. Ja. Das sind 5 der ausstehenden 12 Meilensteine. Und das nächste Mal werde ich dann folgende 7 besprechen. Was sind die Charakteristika der Zeit nach der Zäsur? Wodurch ist diese große Trübsalzeit gekennzeichnet? Das werden wir anschauen. Dann werden wir den Dienst der 2 Zeugen in Jerusalem anschauen, die ja auch noch nicht vorhanden sind. Dann gibt es eine erste Eskalation durch das Tier aus der Erde. Das werden wir uns anschauen. Auch wer ist das Tier aus der Erde und was bewirkt das und so weiter. Damit verbunden mit dieser Eskalation durch das Tier aus der Erde, wo am Ende niemand mehr kaufen oder verkaufen kann, es sei denn, habe das Mahlzeichen des Tieres. Diese Eskalation durch das Tier aus der Erde hat mit Bargeldabschaffung zu tun. Die Bargeldabschaffung wird
muss kommen, um das möglich zu machen. Und Sie werden dann staunen, wie weit die Bargeldabschaffung weltweit, auch europaweit, bereits im Gange ist und wie das forciert wird von Leuten. Ich werde es genau anschauen. Das ist ein hochinteressantes Zeichen, die Sache mit der geplanten Bargeldabschaffung, weil das ermöglicht dann massive Kontrolle. Als 10. Meilenstein werden wir noch sehen, die Eskalation, eine weitere Eskalation durch Satan, das Tier und dem Meer, aus dem Meer und den Falschpropheten. Also eine war die Eskalation durch das Tier aus der Erde und am Ende gibt es noch eine weitere Eskalation durch Satan, durch die antigöttliche Trinität. Satan, das Tier aus dem Meer, nämlich dem Antichristen, das antichristliche Reich und den Falschpropheten. Dann kommt es zum Endkampf am Tag des Herrn, der an 6 Schauplätzen stattfindet und dann Ereignisse im Zusammenhang mit der Wiederkunft Jesu. Und dann haben wir den Endzeitfahrplan und dann müssen wir schauen, in welche Chronologie können wir diese 12 Punkte bringen. Ja, also verpassen Sie die Fortsetzung nicht.